Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 246. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Mann, der ein Herzchenmuster am Hinterkopf trägt, der Herr Marvin. Hallo. Und der Mann, der Intro-Musik spielt, der Herr Basti. Bude. Ja, da war er ein bisschen zu schnell am ja, Drücker. Ich bin aber zu früh draufgekommen. Ja, das mit dem Timing und so, das üben wir mal noch. Ja. Die Eintracht muss das Thema mit dem Timing nicht üben, sondern zielsicher in der 61. Minute das glorreiche 1:2 oder 2:1 für uns und fährt damit 3 Punkte gegen den SV Werder Bremen ein. Ja, aber nicht in der 61., ne? Sondern 90. Entschuldigung. Es war zu früh, ich hatte zu wenig Kaffee, der Tag ist zu lang, man möge mir das verzeihen. In der 91. natürlich. Mhm. Team 21 hat Herr Basti gegründet bei 93. Yeah, geil. Ähnliche Spiele, die parallel zwischen Köln und Frankfurt sind diese Saison echt frappierend. Also die Kölner haben ja ähnlich gewonnen. Der spektakuläre Tor in der 90. Minute nach 1-0 Rückstand, beide auswärts. Und das war so geil. Das war einfach so geil. Ich bin echt ausgerastet. Und dann kommen wir mit Sicherheit später nochmal zum Torschützen vom 2-1. Also besser geht's gerade nicht. Ich glaube, die Eintracht macht dieses Eis, was ich dachte, was dünner wäre, macht die Eintracht immer dicker. Also ich hatte die letzten Wochen immer Angst, dass das, na, vielleicht pendelt sich das alles wieder ein. Aber irgendwie hört es nicht auf. Also das geht immer so weiter und die Eintracht zeigt diese Stabilität. Und ich glaube, mittlerweile nach 11 Spielen kann man auch davon sprechen, dass das auch schon, ja, dass das auf eine Basis hat. Das ist jetzt kein Glück mehr, sondern das sind das Ergebnis harte Arbeit. Die Eintracht spielt so, wie wir uns das in der Sommerpause irgendwie gewünscht haben, was wir aber nicht gedacht hätten. Und zieht es durch. Und von daher, ja, können wir hier gar nichts kritisieren gerade, glaube ich. Also es ist überragend, dass die Eintracht eine Mannschaft geworden ist, die in Bremen 1-0 in Rückstand gerät. Und wir einen Trainer haben und eine Mannschaft, die in der Halbzeit sagen, wisst ihr was, schaut euch die an. Die können wir schlagen, wechselt Alex Meyer ein, sagt, nö, kein Bock, hier zu verlieren. Alex Meyer macht es 1-1 und dann war die Eintracht echt drückend überlegen. Die Eintracht hatte viele, viele Chancen noch und das ist die Eintracht, die wir uns eigentlich gewünscht haben. Ich erinnere mich so an so viele Spiele, wo du denen gerne zugerufen hättest, Leute, der Gegner ist nicht besser als ihr, rafft das bitte. Und die haben es nicht gerafft und haben sich dann irgendwie ergeben. Und die Eintracht jetzt hört eigentlich auf diese imaginären Rufe, zu sagen, ey, die haben ein Gespür dafür und das Selbstvertrauen zu sagen, nee, Bremen ist nicht so stark, die bieten uns auch was an, lass uns das durchziehen. Und das ist ein sehr großer Unterschied, finde ich, zu der Eintracht aus den letzten Jahren. Also ich muss aber ja sagen, dass ich nach der ersten Hälfte und gerade auch, also ich habe ja in der ersten Hälfte, nachdem wir da verschiedene Chancen vergeben haben und da durchaus auch Bremen die ein oder andere Chance hatte, habe ich ja so ein bisschen drauf gewartet, dass wir dieses Ding kassieren. Ich war mir zum Anfang der ersten Hälfte oder generell von relativ Beginn an der ersten Hälfte bis zur Halbzeit relativ sicher, dass das jetzt das Spiel ist, was mal wieder so typisch Eintracht ist, dass du eigentlich Chancen hast und die Dinge irgendwie nicht reinkriegst. Und war mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir da ohne große Punkte irgendwie nach Hause gehen. Und das hat auch lange gedauert, bis ich das Gefühl hatte, dass wir da was drehen können. Nämlich als dieser Herr Meyer da irgendwie in der 52. wieder aus so einer vollkommen absurden Situation dieses Tor gemacht hat. Also ich hatte echt Angst, dass das so das erste Ding ist, wo wir jetzt Punkte verschenken, ohne dass es wirklich sein muss. Ging das euch ähnlich, oder? Also ich wollte gerade daran einhaken. Für mich war das Spiel jetzt gut, keine Frage. Aber ich fand jetzt schon, dass es durchaus ein bisschen glücklich war, hier 3 Punkte rausgeholt zu haben. Definitiv. Also ich finde schon, dass Bremen auch als offensiv nicht so schlecht war. Ich finde irgendwie, beide waren offensiv, weil ich glaube, für einen neutralen Fan war das einfach generell auch mal ein ganz gutes, interessantes Fußballspiel, ja, weil es von beiden Seiten hin und her ging. Es gab auf beiden Seiten ordentlich Chancen. Und ich muss aber sagen, dass wir dann das 2-1 gemacht haben, ich meine, wir hatten ein Chancenübergewicht, glaube ich schon. Ich glaube, wir hatten ja schon 3-4 gefährliche Situationen oder zumindest 2-3 gefährliche Situationen mehr. Aber mit einem Unterschied hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen. Und dass wir dann halt das glückliche 2-1 dann irgendwie dann noch machen, kurz vor Schluss, das
das ist halt ein Sinnbild dieser aktuellen Hinserie. Das darf man auch nicht vergessen. Da sind jetzt viele Partien, die sich zu unseren Gunsten entscheiden, weil die Mannschaft halt dementsprechend gut arbeitet und weil halt auch ganz maßgeblich jemand an der Seitenlinie steht, der momentan den richtigen Riecher hat und weiß, wen er einzuwechseln hat. Und das sind halt Punkte, die darf man nicht vernachlässigen. Dass du jemanden wie Meier halt erstmal draußen lässt, der dann schon total sauer ist, was du dann auch in Reaktionen eigentlich im Interview auch gemerkt hast, dass ihm das überhaupt nicht gepasst hat. Aber vielleicht sind es auch manchmal so Reizpunkte, die gesetzt werden, die dann dementsprechend auf dem Platz sich in eine positive Leistung umwandeln. Ja, und dann hast du dann, und das ist ja auch, da ist ja dann auch einfach Glück dabei, wenn du dann jemanden wie Barkok einwechselst. Der erste Schritt, gut, dass du ihn überhaupt mitgenommen hast, ja, und der ist ja die ganze Zeit schon öfter dabei, wir haben ja in der letzten Woche auch schon drüber gesprochen, aber dass du den dann einwechselst und er aber auch den Kopf frei hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du merkst halt, dass die Spieler, selbst wenn die zurückliegen, ist es kein absolutes Drama. Und das ist halt das Gute, dass du aus einem Rückstand wieder zurückkommen kannst, dass du die Möglichkeit hast, dich irgendwo auf dem Platz frei zu entfalten. Und nur so entsteht ja dann die Situation, dass jemand wie Barkok dann sagt, wisst ihr was, ich hau da jetzt einfach mal drauf, gute Position, mache ich das Ding. Wenn wir hier gegen den Abstieg spielen würden, wäre der auch viel zu verkopft. Und genau diese Chance, dass du jetzt jugendliche Spieler, neue Spieler, die Bundesliga noch nicht so gewohnt sind, dass du die jetzt daran ranführst, ist genau richtig und für ihn war es eine herausragende Situation. Aber da kam halt auch vieles zusammen. Genau, das mit dem Glück definitiv. Es war irgendwie so 75., 76., als ich glaube Pizarro war das da, dieses Ding ablässt, was Radetzky da gerade noch so mit den Fingerspitzen so ganz haarscharf über die Latte schiebt. Und da gab es ja noch so ein paar mehr Szenen. Dieser Gnabry hatte ja auch für die eine oder andere Chance. Also da waren ja wirklich auch so ein paar sehr, sehr, sehr glückliche Dinger dabei. Also es hat lange mal wieder so ein bisschen was von Zittern gehabt in der Runde da. Ich finde trotzdem, dass das, was da passiert, muss man trotzdem sich auch erarbeiten. Ich finde nicht, dass die Eintracht Glück gehabt hat. Ich finde, dass die Eintracht unterm Strich verdient gewonnen hat. Weil die Eintracht hat A auswärts gespielt. Bremen musste eigentlich viel mehr zeigen. Und ich fand Bremen dann an gewissen Stellen waren die auch nicht so gut. Die Eintracht hat, das Einzige, was mich bei der Eintracht ein bisschen gestört hat, die hat so ein bisschen ein paar komische Fehler drin gehabt. Also die Chance von Pizarro ist ja auch nicht so, dass Bremen sich das rausgespielt hat, sondern Radetzky hat das denen angeboten. Da gab es noch zwei, drei Sachen. Stimmt, ich finde, dass der ganze Defensivverbund, also das Vallejo zum Beispiel, diesmal nicht so richtig gut ausgesehen hat. Also ich meine, wir haben ihn die ganzen letzten Wochen gelobt, aber da waren halt einfach ein paar Querschnitte dabei. Das kann er sich auch erlauben, der ist halt auch ein junger Kerl. Ja, Querschläge, auch Mascarell war jetzt nicht so, Husti, weil zum Beispiel auch nicht dramatisch, dass er jetzt ausgewechselt wurde. Da waren einfach wirklich ein paar Dinge dabei, die im Defensivverbund diesmal nicht so gut geklappt haben, aber dementsprechend auch Chancen ermöglicht haben. Deswegen, das hätte halt aber auch einfach mal in die andere Richtung gehen können. Und da, ja, aber das ist dann nicht passiert, ist ja eine Qualität trotzdem. Die Eintracht hätte die Eintracht solche Spiele verloren. Und dass das nicht so ist, hat nicht nur was mit Glück zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass die Eintracht sich mehr zutraut. Und dass die Eintracht auch hingeht und sagt, ja, wir merken, dass Bremen trotzdem arge Schwächen hat. Und dann fand ich, dass sie in der zweiten Halbzeit gut draufgegangen sind. Die erste Halbzeit fand ich ausgeglichen mit leichten Vorteilen für Bremen. Aber dann zu sagen in der Halbzeit so, nee, kein Bock, Bremen ist hier nicht unschlagbar. Und das dann durchzuziehen und das Spiel zu gewinnen, das finde ich, ist eine Qualität, die man auch haben muss. Und das, glaube ich, das war kein Glück, sondern das ist halt momentan die Eintracht, die einfach das erzwingt. Die erzwingt einfach das enge Spiele. Und wenn du nicht aufhörst, dann ist es die Qualität, die du haben kannst, weil das die Eintracht keine Mannschaft ist, die sich den Gegner herspielt, wie Kovac das vorm Spiel so ein bisschen angedeutet hat. Das muss auch klar sein. Und für die Verhältnisse und für die Möglichkeiten, die Eintracht hat, holt ihr das optimal raus. Das kann kein Glück mehr sein, finde ich. Ja, jetzt macht er natürlich die ganze Zeit wegen diesem Scheiß Glück rum. Natürlich ist es, das ist in einer gewissen Situation, ist es trotzdem, natürlich ist es auch Glück, aber natürlich haben sie sich auch erarbeitet. Aber das eine hängt mit dem anderen zusammen. Das eine hängt damit zusammen, dass sie überhaupt den Kopf frei hatten. Ja, und weil natürlich auch, weil natürlich die Bremer auch die Chancen, die sie hatten, einfach nicht so genutzt haben. Ja, und da waren einfach trotzdem auch Fehler in der Defensive da. Die hätten Top-Mannschaft trotzdem anders gelöst, aber die Eintracht hat halt momentan
nicht nur das Glück, aber was sie sich natürlich auch erarbeiten, aber halt auch einfach die richtige Einstellung, dass sie halt immer rangehen, dass sie gerade in der zweiten Halbzeit wieder sehr eng beim Mann stehen, sehr aggressiv zu Werke gehen. Und das tut dann halt auch einer Mannschaft wie den Bremern, die momentan eben nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so vom Fußballgott gesegnet sind. Ja, auch wenn sie einen Gnabry drin haben, dann wirft es die auch zurück. Die haben ja auch die Marschrichtung gehabt, dass die gegen die Eintracht auch hier gewinnen müssen. Ja, das haben sie ja nicht geschafft. Also, und die waren halt auch wesentlich mehr unter Druck. Aber das halt dann solche Situationen wie direkt vor dem 2-1 dann entstehen. Guck dir das doch mal an. Das war auch, ich meine, das war ja auch nicht alles komplett herausgespielt von der Eintracht. Da gab es ja dann auch eine Fehleinschätzung aus Bremer Seite, dass das dann überhaupt dann dazu kommt. Ja, also insofern, es ist immer ein zweischneidiges Schwert, aber trotzdem kommen dann halt wirklich mehrere Dinge zusammen, aber die du dir natürlich erarbeitest. In der Vorsaison hätten wir das halt so dementsprechend nicht gehabt. Ja, das stimmt schon. Also, dass das 2-1 dann nachher passiert ist, da haben wir auch schon ganz ordentlich dafür gesorgt, dass einfach Bremen da im Abwehrverbund so unter Druck geraten ist, um diese Fehler dann einfach auch zu machen. Also, das ist jetzt nicht uns einfach zugelaufen. Dass jemand wie Kruse so den Ball verliert, das hängt zum einen damit zusammen, dass er unter Druck gesetzt wird, ja, weil Otschipka da auch irgendwo richtig steht. Aber im Endeffekt, ja, kannst du bewerten, wie du willst. Ist aber halt auch zumindest Unvermögen seinerseits. Ja. Und dass dann das dann halt so zusammenkommt, dass dann gerade der 18-jährige Debütant die Möglichkeit hat und dann aber auch genau das richtig sieht, grandios. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Was ist denn uns denn von dem Spiel sonst noch so hängen geblieben? Ich bin gerade ein bisschen... Mascarell, 5. gelbe Karte. Ja, ist richtig, ja. Ist so ein bisschen ärgerlich, gerade mit Blick auf das kommende Spiel. Könnte dann noch eine Herausforderung sein. Ja. Gut, gehört glaube ich aber auch zu der Position einfach mit dazu, dass du dann halt einfach gelbe Karten auch mal sammeln musst. Ich meine, das ist ja auch Teil unserer Spielweise. Er sammelt die schon recht häufig, also das ist schon, ich meine, wir haben jetzt auch noch keine 30 Spieltage rum, ne? Aber es ist natürlich gerade auch jemand, der sich halt aber auch erstmal an diese Liga gewöhnen muss und muss auch erstmal sehen, wann kann ich zur richtigen Zeit abgrätschen, wann, das gehört dazu, das ist vollkommen in Ordnung. Wir müssen halt sehen, dass wir ihn da irgendwie ersetzen können auf der defensiven Mittelfeldposition. Aber ich bin momentan halt dementsprechend optimistisch, dass ich denke, dass Kovac da irgendeine Lösung findet, ja. Aber, ja, wird ja dann sowieso gegen Dortmund nochmal ein ganz anderes Spiel, da kommen wir ja gleich zu. Ja. In Summe kann man sagen, jetzt nochmal kurz zurück zu dem Bremen oder zur Bundesliga-Saison allgemein, hält das Thema nach wie vor an. Wir stehen extrem gut da. Ja. Ja. 21 Punkte, relativ dicht dran an der Spitze. Ich glaube, so ein enges Feld zur Spitze der Bundesliga, also so die ersten Plätze hatten wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ansonsten hinten Abstieg sind wir weit von entfernt. Ich finde, es ist eine relativ große Lücke zwischen so den ersten 10 Plätzen und dem, was dann da hinten irgendwie kommt. Also es ist, da wird sich noch der eine oder andere daraus bewegen, finde ich. Ist ein bisschen schade, dass ausgerechnet jetzt für die Eintracht so geil ist, viele Mannschaften in Spur gefunden haben, die es vorher nicht getan haben. Ja. Also wenn du siehst, Leipzig dazugekommen, Hoffenheim ist jetzt da oben, die Hertha hat es auch bestätigt. Ja, wo ich das ist ein bisschen unglücklich, weil die Eintracht wäre mit den Punkten, wäre die Eintracht in der letzten Saison Dritter gewesen. Ja, gut, aber auf der anderen Seite, so überraschend, sind die ganze Zeit immer da. So überraschend, dass diese anderen Mannschaften da oben stehen, ist es ja jetzt nicht. Also gut, Hertha, ich tue mich halt immer noch schwer, Hertha da oben so ein bisschen zu sehen, weil die in meinem Kopf immer noch irgendwo anders stehen, aber wie du schon sagst, die haben die Leistung vom letzten Jahr quasi bestätigt. Fast noch besser geworden, finde ich eigentlich. Ja, aber es ist jetzt gerade bei denen jetzt nicht so überraschend, dass die da oben drin stehen. Nee. Das ist das, was ich sagen will. Bayern, Dortmund sowieso. Gut, Leipzig ist da neu hinzugekommen. Ja, ich finde fast Hoffenheim überraschend, wenn ich ehrlich bin. Ja, also Hoffenheim, Köln und die Eintracht sind für mich so diese drei Überraschungsmannschaften da oben. Ja, nee, der Rest ist jetzt nicht so mega verwunderlich eigentlich. In den letzten Jahren wärst du mit 21 Punkten weiter oben gewesen, das wollte ich eigentlich nur sagen. Das ist, ja, das definitiv. Es gibt halt viele gute Mannschaften jetzt. Köln und Hoffenheim, wir haben es angesprochen, wir wären, glaube ich, weiter oben in den vergangenen Jahren gewesen mit der Punktausbeute. Und jetzt musst du überlegen, die Eintracht spielt echt gut die letzten Wochen und bleibt auf dem Platz hängen, in Anführungszeichen. Weil es halt in der Bundesliga unten eine Gruppe gibt, die viel schlechter ist als das. In den letzten Jahren war das ausgeglichener unten. Ja. Und dementsprechend haben die den oben mehr Punkte abgenommen. Und ja, wie gesagt, ich habe im Endeffekt
Auf der anderen Seite. Was ich im Moment ganz gut finde. Denn, ja. Das ist, denn es weckt jetzt nicht die ganze Zeit falsche Hoffnung. Also ich meine, wir haben jetzt den siebten Tabellenplatz. Natürlich sind wir punktgleich mit dem Tabellendritten. Dass sich das irgendwann aber nochmal weiter ausfranst, ist auch klar. Ja. Aber das stellt für mich zumindest die Weichen noch in eine realistische Ebene. Und das ist eigentlich ganz okay, dass du sagen kannst, okay, guck mal, du bist jetzt relativ nah dran. Fakt ist aber wichtig, erstmal die anderen restlichen 19 Punkte dir irgendwie reinzuschustern und dann zu sehen, okay, mal schauen, wenn wir dann 40 Punkte haben, dann schauen wir weiter. Weil ich glaube, wenn ich jetzt hier schon mich ein bisschen umhöre, hier im, wenn du mal hier im Stadtparlament in Frankfurt hörst, da denken, da sind die sowieso immer schnell dabei. Dann geht es dann immer so darum, ja, jetzt sind wir Platz 3, die Eintracht, vielleicht geht da ja mal was mit Champions League und sowas. Also ich bin, weißt du, und dadurch, allein durch diese Platzierung, wenn es auf der 7 bleibt, kommen nicht ganz so viele Flusen in den Kopf und die Eintracht kann weiter konsequent arbeiten. Ich denke, das machen die auch gut. Ja. Ja, also definitiv, ich bin jetzt auch nicht so ganz so traurig rum. Also auf der einen Seite, weil es einfach ein bisschen spannender ist, auf der anderen Seite, weil dann vielleicht wirklich dieser Höhenflug da nicht so massiv eintritt. Ich meine, klar, wäre es schöner gewesen, wenn wir da irgendwie weiter oben stehen, aber das Schöne ist halt auch, dass es so natürlich auch noch relativ spannend ist zu sehen, wie das jetzt da oben weitergeht und ich glaube da auch durchaus, dass da der ein oder andere noch rausfliegt und wir dann da Chancen haben. Das vielleicht, ja. Aber was ich jetzt zum Beispiel total toll finde, ist eigentlich der richtig gute, die Tatsache, dass wir ein richtig gutes Gegentorverhältnis haben. Ja? Also ich meine, mit 9 Gegentreffern aus 11 Spielen, das ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube, da sind wir auf Platz 3 oder 4. Ich glaube, ja, lass mal 3 oder 4 der besten Mannschaften. Das ist doch mal ein richtig großer Schritt nach vorne. Ja, wenn wir uns gerade die letzten Jahre anschauen, dass wir da auch schon das ein oder andere dumme Ding gefangen haben. Das läuft jetzt momentan, es geht zusammen, auch wenn Radetzky vielleicht jetzt am Sonntag jetzt nicht seine allerstärkste Partie gehabt hat, aber es zeigt sich auch, dass wir einen richtig guten Torhüter haben, dass der Abwehrverbund grundsätzlich funktioniert. Das sind alles positive Dinge, die man auch mal hervorheben kann. So. Ja. Das sind so Kleinigkeiten und daran lässt sich auch gut weiterarbeiten. Und ansonsten, wie gesagt, Tordifferenz, ob es jetzt halt ein Tor mehr oder weniger, das hätte ja schon viel entschieden. Aber für mich ist es kein Drama. Die Eintracht ist momentan wirklich in Tuchfühlung, vielleicht die internationalen Ränge zu erreichen. Und wenn sie weiter so gut punkten, dann sieht es definitiv ordentlich aus. Ja, also wie gesagt, es bleibt ja sowieso spannend zu sehen, wie dieses Feld da oben sich jetzt weiter bewegt. Schalke kommt jetzt bald auch noch, ja, die gewinnen jetzt wieder häufiger. Ja, natürlich. Also ich würde mir keine falschen Hoffnungen machen, dass wir jetzt das wird vielleicht so ungefähr so ein bisschen bleiben, aber das, die Eintracht wird dann wahrscheinlich auch nochmal runterrutschen, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Schalke geht nochmal ein bisschen hoch. Ja, wir werden abwarten, wie es mit Leverkusen ist, ob die sich da, weil das ist auch für mich eine schwierige Situation, habe jetzt aber gegen Leipzig verloren. Naja. Und ob Wolfsburg den Sprung nochmal nach oben schafft, glaube ich momentan eher nicht. Nee, also Wolfsburg ist für mich ganz klar irgendwo so 12 bis 14, wo sie jetzt auch so unterwegs sind. Schalke weiß ich auch nicht, die haben momentan schwer mit Verletzungen zu kämpfen. Und Leverkusen hat halt Roger Schmidt und Rudi Völler. Und bei Gladbach musst du abwarten, wie es aussieht, ob sie jetzt mal bald den Schubert entlassen. Ne? Also ich glaube, das wird auch demnächst mal anstehen. Naja, gut, die gleiche Frage kannst du ja bei Leverkusen mit Schmidt im Prinzip auch stellen, wie lange funktioniert das an der Stelle noch, wobei da ja ganz oft die sich ja dann einfach auch so ein bisschen gefangen haben, wenn man an dem wieder rumdiskutiert hat. Ja, also wobei wir haben 5 Punkte vor Leverkusen, also ich glaube auch, dass die uns da jetzt auf absehbare Zeit nicht so gefährlich sind, ohne dass ich jetzt auswendig weiß, welches Programm Leverkusen jetzt gerade akut hat. Wen haben die denn als nächstes? Okay, nächster Spieltag gegen die Bayern zu Hause, da werden sie keine Punkte mitnehmen, danach spielen sie zu Hause gegen Freiburg, das könnte schon eher was mit Punkten werden und dann ja, gegen Schalke, ja, das ist halt der Not gegen Elend, weiß ich nicht, also ob die da jetzt wirklich noch rankommen, also ich finde, wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, die wir nicht schlecht reden sollten, sondern uns darüber freuen sollten, auch wenn ich glaube, dass im kommenden Spiel, und dann können wir da vielleicht so ein bisschen hinleiten, dass punktemäßig nicht ganz so einfach für uns werden wird. Wir spielen gegen Dortmund zu Hause, Samstag, 15:30 Uhr, die am Wochenende, finde ich, mit einer sehr abgezockten Art und Weise diese dann doch leicht strauchelnden Bayern 1-0
besiegt haben und allerdings jetzt gerade 0-1 gegen Warschau in der Champions League zurückliegen, wo sie ein, wie ich finde, sehr, sehr dummes Tor kassiert haben, wo drei Abwehrspieler im 16er stehen und dem Stürmer von Warschau zugucken, wie er den Ball hoch ins Tor chippt. Also, die wechseln auch gerade so ein bisschen zwischen Licht und Schatten, oder? Zumindest gut, dass sie überhaupt spielen jetzt unter der Woche, finde ich. Die haben jetzt gegen Bayern gespielt, da haben die viele Emotionen reingesetzt, auch mental, jetzt spielen die Champions League. Wenn die jetzt gerade tatsächlich zurückliegen, müssen die auch nochmal ein bisschen was investieren. Zumindest die Voraussetzungen sind für so ein Spiel besser, als wenn Dortmund ausgeruht wäre und im Lauf wäre. Also von daher, ein paar Mannschaften haben bewiesen, dass man Dortmund ärgern kann. Die Eintracht hat bewiesen, dass sie zu Hause stark ist. Also von daher ist, kann man zumindest festhalten, dass was drin ist. Ja. Und wir sind in der sehr komfortablen Position, mit 21 Punkten in das Spiel zu gehen. Von daher steht Dortmund, glaube ich, trotzdem noch mehr unter Druck, weil die noch ein bisschen was aufholen müssen. Weil für die sind die 21 Punkte nicht so gut wie für uns. Genau. Und ich schätze mal, die Zuschauer werden Bock haben, aufgrund auch der letzten Wochen. Es wird geile Stimmung sein. Beste Uhrzeit, ist doch total geil. Samstag 15.30 Uhr, herausragend geiler Gegner. Was hab ich Bock auf dieses Spiel? Ja. Wirklich, ich meine, ich habe jetzt in den letzten Wochen das nicht immer geschafft, ins Stadion zu gehen, aber das ist doch jetzt herausragend. Richtig geiler Gegner, wir haben keinen Druck. Wir müssen uns überhaupt nicht in die Hose machen. Jetzt kommen die Dortmunder, natürlich haben die einen geilen Kader. Natürlich weiß Tuchel immer Bescheid, was man machen muss. Auch gegen die Eintracht wird er sich bestimmt was ausgedacht haben. Die haben überzeugend gegen die Bayern gespielt. Aber meine Güte, das ist herausragend. So erhoffe ich mir Bundesliga der Eintracht, ja, dass du die Möglichkeit hast, auch gegen Dortmund irgendwas zu reißen. Und genau das haben wir, denn wir haben diese Chance. Die Dortmunder müssen uns auch erstmal schlagen. Ja. Die müssen auch erstmal zeigen, dass sie diesen Abwehrriegel der Frankfurter Eintracht, dass sie jemanden wie Lukas Radetzky in ein Tor einschenken können. Und die müssen auch erstmal beweisen, dass die in Alex Meyer, der natürlich immer irgendwie unkontrollierbar ist, den müssen die auch erstmal Herr werden. Das ist doch da absolut herausragende Position und zur besten Fußballzeit, ich denke, Win-Win-Situation. Und wenn wir da keinen Punkt holen, ist das auch kein Drama. Ich wollte gerade sagen, also die Ausgangssituation, aber das hatten wir ja, glaube ich, auch in den vergangenen Wochen das eine oder andere Mal erwähnt, ist für uns natürlich eine wesentlich bessere, weil wenn wir keine Punkte einfahren, dann kann man nur sagen, naja, wir haben halt gegen Dortmund keine Punkte geholt, wenn Dortmund, die gerade eben zum 1-1 ausgeglichen haben, keine Punkte holt, dann sind sie natürlich mit einer anderen Aussage unterwegs, nämlich du hast gegen die Eintracht verloren, was egal wie die Eintracht spielt, immer noch eine ganz andere ist und auch, glaube ich, einfach deren Ansprüche ganz anders sind. Die wollen nicht auf Platz 4 oder irgendwas in die Winterpause gehen und die Saison schon gar nicht abschließen, sondern die wollen natürlich Erster oder mindestens mal irgendwie Zweiter sein und da müssen sie sich extrem strecken. Also die sind da in einer ganz anderen Situation unterwegs. Wobei, schnelle Konter sind sie natürlich prädestiniert für, da irgendwas draus zu machen mit deren schnellem Angriff. Also es könnte eine relativ offene Partie mit durchaus ein paar mehr Toren werden, als wir es klar. Die Eintracht kriegt aber auch Platz, also von daher. Ja, natürlich. Also, auch immer gut von daher liegt uns der Gegner schon, weil die natürlich ihrerseits das Spiel machen, die werden da Lücken aufmachen, die werden nicht wie gegen die Bayern bei uns mit einer Fünferkette unterwegs sein. Das sieht halt ganz anders aus. Gerade eben haben sie übrigens 2-1 das ganze Ding in ihre Richtung gedreht. Also wenn die wollen, geben die schon Gas. Es ist halt eine herausragende Mannschaft. Yeah. Und momentan, die tanzen halt auch alle unter Klopp. Tuchel? Unter Tuchel noch den Tuchel-Tango, dann läuft das noch einigermaßen, ja. Wenn die Spieler sich auch weiterentwickeln und vielleicht auch ein eigenes Ego noch mehr entwickeln, dann wird es nicht mehr unter Tuchel so gut laufen, aber momentan läuft es einfach. Und das ist eine gute Situation, wir haben eine tolle Mannschaft, natürlich, aber das kann, wie Basti schon sagt, auch in die andere Richtung gehen, die werden uns Platz lassen und wir haben ja auch mit Leuten wie Gacinovic halt auch die Möglichkeiten, da auch zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein und denen auch ein paar Nadelstiche zu verpassen. Also insofern, ich sehe das krass positiv aktuell. Ja, ich bin noch so ein bisschen. Kann ja nichts passieren. Also, so ein bisschen unentschlossen. Auf der einen Seite sehe ich halt auch so, es kann nichts passieren. Selbst wenn die Eintracht 3-0 verliert, meine Güte, dann schütteln wir uns kurz und dann geht's weiter. Wo spielen wir dann in Augsburg oder was? Ja, und das sind halt auch alles. Und das sind halt auch alles so Lerneffekte. Selbst wenn das jetzt halt nicht funktioniert, dann gehst du halt auch weiter. Und dann, ne, also deswegen,
ich denke, wir sollten überhaupt nicht darüber nachdenken, uns irgendwie da irgendwie Angst oder so davor zu haben. Das ist eine interessante Partie, Punkt aus dem Haus. Und natürlich, wir können jede einzelne Position besprechen und jede einzelne Position, bei jeder einzelnen Position ist zu sagen, dass Dortmund halt eine herausragende Spieler auf dieser hat. Ja, und die würden. Aber die laufen auch nicht so rund. Also ich finde, bei denen hast du im Saisonverlauf auch gesehen, dass die, da gibt es auch noch einige Sachen, die nicht stimmen bei denen. Also das war ja das, was ich meinte. Die sind halt auch immer so im Wechsel zwischen Licht und Schatten. Ja, eben. Ja. Der Bayern-Sieg hat den schon gut getan. Wenn der nicht gewesen wäre, wäre da, glaube ich, die Stimmung nicht so gut. Das übertüncht, glaube ich, vieles, was da trotzdem noch nicht rund läuft. Also da sind ein paar Sachen. Es gibt immer wieder zwischen den Zeilen auch so eine kleine Kritik an Tuchel. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger, dass da so ein bisschen unzufriedene Spieler auch sind. Die sind neu, dann gibt es ein paar Bundesdisziplinen teilweise. Also bei Dortmund ist es, glaube ich, jetzt durchs Bayern-Spiel ist so ein bisschen viel ins Positive gerückt worden, aber ich glaube trotzdem, dass die nicht so stabil sind, wie sie gerne wären. Und das ist doch gut für die Eintracht, weil du dann, wenn du tatsächlich in Führung gehst, wenn die Eintracht jetzt gegen Dortmund zum Beispiel in Führung geht, dann glaube ich nicht, dass Dortmund dann so ein Ding hat, ah, okay, scheiße, das war ein Betriebsunfall, sondern bei denen öffnet sich dann vielleicht auch mental so ein kleines Fenster, wo die sagen, oh shit, das kommt uns bekannt vor und vielleicht verdaddeln wir das jetzt hier, wie das in Leipzig bei denen passiert ist zum Beispiel auch, da haben die sich auch die Butter vom Brot nehmen lassen. Und die Eintracht, gerade mit der Stimmung, das ist, wird oft unterschätzt, finde ich, dass bei der Eintracht, was bei der Eintracht noch dazu kommt, ist die Stimmung in Heimspielen und auch bei Auswärtsspielen, dass die Mannschaft, die Bock hat und der Trainer vermittelt denen das, dass die dadurch noch ein bisschen mehr befeuert werden, wenn die Stimmung geil ist. Und ich kann mir das genau, was der Marvin gesagt hat, vorstellen, dass es nicht nur dem Marvin so geht, sondern jedem, der Bock hat, gegen Dortmund ins Stadion zu gehen, mit der Ausgangsposition, mit der Stimmung, die in der Stadt, in der Mannschaft, im Trainerteam und alles verbunden ist. Das kann auch 10-15% mehr Power geben und kann dann dafür sorgen, dass die Eintracht die Eintracht kann es wieder 1-0 gewinnen, so wie letztes Jahr kurz vor Schluss. Also das, ich sehe das und dass ich das sehe, heißt schon was. Weil normalerweise würde ich denken, Eintracht keine Chance gegen Dortmund. Aber mittlerweile muss man sagen, dass die Eintracht uns bewiesen hat diese Saison, dass sie einigermaßen stabil ist und zu Hause auch echt gut gespielt hat. Und wir sind selbst gegen die starke Hertha, die normalerweise nicht so leichten Vorsprung aus der Hand gibt, selbst gegen die sind wir zurückgekommen und haben es 2-2 gemacht. Also selbst wenn, das Ding ist, selbst wenn Dortmund das 1-0 macht, müssen wir nicht denken, okay, wir können jetzt nach Hause gehen, sondern wer weiß, wir haben gegen Bayern auch zu Hause 2-2 gespielt, also das heißt schon was. Und die Eintracht hat viel, viel anzubieten und ich glaube, die Skepsis, die bei Eintracht-Fans noch da ist, auch berechtigterweise, die ist bei neutralen Fans gar nicht so da, weil die natürlich keine Aktien in dem Ding haben und ich habe von vielen gehört, ja, es kann sein, dass ihr die weghaut und die Eintracht weiter so gut spielt und meine Güte, schauen wir mal. Und wie ihr es gesagt habt, selbst wenn wir verlieren, dann gehört es da zum Lernprozess dazu und dann kommt das nächste Spiel und dann ist alles gut. Darfst du auch nicht vergessen, dass Dortmund unglaublich rotiert momentan und auch wirklich Tuchel unglaublich viel probiert. Also wir sehen aktuell jetzt bei dem Spiel in der Champions League, da stellt er Marode auf rechts, auf die Rechtsverteidigerposition. Das hat er schon mal gemacht, auch früher bei der Eintracht. Aber das ist nicht seine Lieblingsposition. Das ist auch nicht die Position, wo er am besten ist. Und ich will nur sagen, falls auch Tuchel gegen die Eintracht hier mal wieder ein bisschen was probiert, was vielleicht nicht hundertprozentig einschlägt, dann sind die halt auch nicht so stabil. Also insofern, da ist immer was möglich. Tuchel überdreht auch in einer gewissen Art und Weise manchmal. Und das eröffnet der Eintracht einfach Möglichkeiten. Und wir müssen einfach nur so konsequent weiterspielen, wie wir es in den letzten Malen gemacht haben, so eng an den Mann gehen, so früh stören, so unangenehm sein wie möglich. Und dann ist gegen jeden in der Bundesliga aktuell was drin. Das ist meine Hoffnung. Was glaubt ihr denn, wie wir dann aufstellungsmäßig unterwegs sind? Gerade wenn du jetzt sagst, den Gegner früh unter Druck setzen, ist das ja vielleicht auch wieder so ein Ding, wo du sagst, du lässt den Meier am Anfang erstmal raus und bringst den vielleicht auch erst wieder in der Halbzeitpause. Tja, weiß nicht. Also ehrlich gesagt fand ich Rogota jetzt gegen Bremen nicht so richtig gut. Nee, das stimmt. Aber und Rebic wurde ja später eingewechselt. Vielleicht ist es dann auch eine Option zu sagen, du nimmst mal einen Rebic in der Mitte da mit rein, weil er natürlich auch körperlich da auch einen ganz anderen Druck vielleicht aufbauen kann.
Ja, das ist, also das könnte, das ist eine Möglichkeit, definitiv. Das ist eine Option. Also ehrlich gesagt, hade ich momentan ein bisschen damit, weil ich mir jetzt aktuell noch die Frage stelle, wen setze ich denn für Mascarell rein? Das ist die, also das ist für mich die relevantere Frage fast. Und vielleicht würde ich anstatt Regota vielleicht Seferovic wieder reinsetzen. Ja, das könnte man auch mal probieren. Und also Mascarell ist halt so eine Situation, also so ein Punkt, da bin ich momentan nicht sicher. Hasebe vielleicht, ja, Hasebe für Mascarell und dann. Ja, wenn ich wieder so mit dieser Aufstellung spiele, dann die jetzige Hasebe-Position nimmt dann vielleicht Michael Hector ein. Ja, das, so kann ich es machen. Ja, aber dann würde ich vorne, ich weiß nicht, gefühlsmäßig würde ich aktuell trotzdem auf Meier setzen, weil ich glaube, der ist noch so unzufrieden vom letzten Mal. Der ist noch so unzufrieden davon, dass er gegen Bremen nicht von Anfang an gespielt hat. Der will es auch zeigen, dass er es wieder von Anfang an kann. So momentan so das Gefühl, was ich habe. So würde ich es machen. Ich glaube, Fabian spielt die Mascarell-Position. Mhm. Ich glaube, dass hinten, da sollte man nicht sprengen. Ich glaube, im Endeffekt reden wir tatsächlich über eine Fünferkette aktuell. Richtig. Also du redest, richtig, ja. Die würde ich genauso lassen. Dann würde ich Fabian und Husti auf die Halbposition stellen und vorne würde ich auch, ich würde also Seferovic auf links stellen, weil er viel arbeiten kann. Meier in die Mitte und rechts Gacinovic und Rebic hast du dann noch in der Hinterhand. Weiß nicht, ich habe bei Meier das Gefühl, dass er ihn von Anfang an bringen wird und dass Meier auch eine Rolle spielen wird in dem Spiel. Weil er, glaube ich, Bock hat. Also du merkst schon, dass ihn das fuchst und das finde ich auch gut, dass ihn das fuchst. Ich finde gut, dass bei Meier hätte ich gedacht, der sagt dann wieder, keine Ahnung, der Trainer entscheidet, sondern nee, der sagt, nee, es stört mich. Klar war ich überrascht, das finde ich gut. Und finde gut, dass er, weil die Qualität, die er hat, auch wenn wir jetzt ab und zu ohne ihn das geschafft haben, die hat trotzdem keiner. Weil du hast dann in Bremen das wieder gesehen. In Bremen ist er dann der Dosenöffner. Normalerweise hätte er direkt auch das 2-1 dann gemacht. Also der hat die identische Chance nochmal dann gehabt. Ja, kurz und da hat die Eintracht das Ding so schnell gedreht. Und ich glaube, gegen Dortmund kann er dann da sein, weil das auch wieder so ein Ding ist. Ich schätze, wenn die Eintracht gewinnen sollte, dann muss das wieder so ein Spiel sein, ähnlich wie gegen Köln, dass du das 1-0 machst und dass du dann das Glück des Tüchtigen hast, zu sagen, okay, wir bringen das über die Zeit oder wir machen sogar noch 2-0 durch den Konter. Das sind diese Spiele und Meier ist der perfekte Spieler dafür. Der Meier ist ein Spieler, der dir auch ein Tor geben kann, wenn du es vielleicht in gewissen Situationen noch gar nicht verdient hast und steht dann da. Den würde ich auf jeden Fall stellen. Seferovic auch wieder heiß sein. Und ja, ich sag's, glaube ich, jede Woche, aber ich finde geil, was wir vorne für eine Situation haben. Ich finde super, dass es mir eigentlich sogar fast wurscht ist, wer da spielt. Du hast da drei Positionen. Du kannst die beliebig hin und her tauschen. Du hast Fabian, du hast Rebic, du hast Gacinovic, du hast Meier, du hast Seferovic. Du hast auch noch einen Taraschei, also von daher, und eine Gotha. Die Auswahl da vorne ist fantastisch. Also, und das, ich sehe das eher so wie der Marvin, was problematisch jetzt gerade ist. Wenn einer von denen, dadurch, dass wir mit allen drei Sechsern spielen, die wir so nominell im Kader haben, finde ich es jetzt mir schwierig auszumalen, wer Mascarell setzen soll. Und für mich ist am ähnlichsten Fabian von der Spielweise her, auch wenn er mir einen Ticken zu offensiv dafür ist. Aber das kannst du an gewissen Stellen auch noch ausgleichen. Also gehe ich davon aus, dass er das machen wird, weil du auf dieser Achterposition auch jemanden brauchst, der sehr, sehr ballsicher auch ist. Und das ist Fabian. Und ja, mal gucken. Ich hoffe nicht, dass er, wenn er da in viele Defensivzweikämpfe verwickelt ist, dann vom Platz fliegt. Aber mal gucken. Mhm. Haben wir überhaupt noch einen Sechser? Haben wir eigentlich noch Hector. Einen? Also mir fällt ja, aber das ist halt... Ja, Hector würde mir spielerisch, glaube ich, nicht... Gegen Dortmund auf gar keinen Fall. Das ist genau der Punkt. Ja. Gegen Dortmund ist genau der falsche Gegner, wo du halt jemanden, wo die auch unglaublich schnell sind, da kann das echt ihm wieder so gehen, dass er sich ruckzuck eine gelb-rote Karte abholt. Ja. Ich glaube, das sollte man auch... Balance ausbeutzen oder so. Ja, das wäre ja noch wirklich dann der Optimalfall. Das ist halt so das Ding. Also wir hatten das ja auch, glaube ich, im Sommer schon gesagt, dass defensives Mittelfeld. Wir haben ja als gedacht, wir haben ja in Nizza die Sendung gemacht haben, haben wir ja gedacht, der Sechser ist der Königstransfer, der kam dann nie. Ja, genau, der kam man halt nie, ne? Aber ich meine, das ist ja auch okay, wenn du, ja, aber ich meine, es gibt ja doch gewisse Leute, die ja gar keine Rolle spielen. Johannes Flum, der das auch schon mal gemacht hat, also der das auch kann, aber der ist ja komplett raus. Ich glaube, der wird auch, also von dem, was ich höre, wird er, glaube ich, nie wieder für die Eintracht großartig Fußball spielen, zumindest nicht in der Bundesliga, ja. Und, ja, da gibt es halt dann keinen. Ne? Von Medijevic hat man ja auch nichts.
Ja. Also da hast du. Ah, das könnte aber die Überraschung sein, glaube ich. Ja, das kann könnte sein. Vielleicht sogar sein. Also weil da der muss gegen, ich auch sagen, als ich beim FSV da war, hat er auch Spielzeit gekriegt und da hat gar nicht so einen schlechten Eindruck gemacht. Also du hast gesehen, dass er einer der Spieler ist, wo du gesehen hast, okay, der will was zeigen. Also es gibt ja in so Freundschaftsspielen immer ein paar, die reißen da ihr Programm ab und dann hast du so Spieler, die extra nochmal einen Meter gehen, wo du denkst, das ist jetzt eigentlich bei dem Spiel unnötig. Und da war er dabei, da ist er mir aufgefallen. Vielleicht kann das tatsächlich die Überraschung sein. Mal gucken. Ja. Wobei es, ne, wenn wir seine Historie uns angucken von Spielen, in denen er plötzlich in der Stadt gespielt hat oder so, das sah auch alles nicht denkbar gut aus, ja, aber naja. Es ist zumindest 1-0 Medojevic Eckball. Ja, kann ja sein, ne? Also wenn er sich anbietet im Training, ich glaube, das ist halt, das haben wir ja in den letzten Wochen auch immer wieder gesagt, ich glaube, es ist halt auch de facto so, wenn du im Training einfach zeigst, dass du wirklich hier Fuß fassen willst, dann stellt sich Kovac auch nicht dagegen und das ist ja eine ganz gute Angelegenheit. Warten wir es ab. Kovac wird mit Sicherheit auch eine Lösung präsent haben. Ich hoffe nur nicht, dass sie denn so aussieht, dass Hector ins defensive Mittelfeld gestellt hat, weil denke ich, würde ihn überfordern und ihm auch nicht gut tun. Da gefällt mir die Variante, die Basti gesagt hat, mit Fabian deutlich besser. Ich bin da auch ziemlich bei dir. Also ich glaube nicht, dass Hector von seiner Art und Weise, wie er spielt, da irgendwie reinpasst, gerade wie du schon sagst, mit einer schnellen Dortmunder Mannschaft, wenn er dazu neigt, da zweimal irgendwie zu spät in den Zweikampf zu gehen. Ich glaube, das ist zu hohes Risiko. Ja, ich glaube, das wird man da an der Stelle nicht irgendwie machen. Ich finde es spannend zu sehen, wie die beiden Mannschaften von ihrem System da irgendwie unterwegs sind. Ich gehe mal davon aus, dass Kovac zumindest uns erstmal mit einem ähnlichen System, wie wir bisher hatten, ins Spiel gehen lässt und ob er dann irgendwie das so ein bisschen umstellt. Und auch so ein bisschen spannend zu sehen, wie Dortmund da unterwegs ist, die ja am Wochenende gegen die Bayern mit einem sehr eigenen System gespielt haben, wo sie ja im Mittelfeld quasi gar nichts hatten und quasi nur mit einer relativ stabilen Fünferkette irgendwie gespielt haben und versucht haben, das Mittelfeld irgendwie schnell zu überbrücken. Das wird jetzt kein System sein, was sie gegen uns spielen, aber trotzdem wird es spannend zu sehen, wie die sich taktisch da aufstellen und wie dann auch im Spielverlauf die beiden versuchen werden, da irgendwie ihre Mannschaft so ein bisschen zu justieren. Ich glaube, es könnte schon in der Beziehung ein relativ spannendes Spiel einfach auch werden. Ja, mit Sicherheit. Was tippt da denn die Herren? Was ist denn Dortmund los? 5-2, was ist das denn? Ja, alles 30, geht, ne? Die 30 Minuten gespielt, 5-2. Ja, die drehen gerade eben schwer auf. Wie viele hat Kagawa jetzt schon gemacht? Zwei, glaube ich, das war jetzt gerade eben Reus. Schahin gibt es auch noch. Schahin ist übrigens einer, ganz kurz, Schahin ist einer, wo ich mir gedacht habe, irgendwie wäre es voll geil, wenn die Eintracht irgendwie an den rangehen würde. Aber ich glaube, der ist nicht zu bezahlen, oder was meint ihr? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er ist jetzt besser, also die Chancen waren kaum, waren nie größer, um es mal so zu sagen. Weil er halt das meinte ich ja damit. Er ist jetzt genug abgesackt, um vielleicht in die Nähe von uns zu kommen, sozusagen. Ja. Und er würde der Eintracht auf alle Fälle gut tun. Also, und ich glaube auch, genau der Sechser, den wir jetzt gesucht haben. So, genau, und ich glaube auch, das Umfeld wäre ganz gut. Ich glaube auch, ein Kovac würde ihm gut tun. Also das kann ich mir theoretisch irgendwo schon vorstellen, aber ich glaube finanziell auch so von den Gehaltsforderungen, die er hat, ich glaube, es wird schwer zu vereinbaren sein. Aber trotzdem, ich mag die Idee. Also das. Und er ist ja jetzt, ich meine, du siehst ja bei solchen Spielzügen wie jetzt hier zum 5-2 der Dortmunder, er hat es halt noch drauf. Ja, er war ja auch gerade eben das 4-2 oder 3-2 hatte er ja auch gerade eben gemacht, wobei man sagen muss, der Warschauer Torwart sah da jetzt auch nicht so begeisternswert aus, der hat ihm das Ding quasi direkt auf die Brust gefaustet, also den hätte ich irgendwie reingemacht und ich bin nicht wirklich gut irgendwie mit Bällen, also. Du bist Bubble-Football-Nationalspieler, oder? Ja. Aber danach tat mir auch irgendwie nach 5 Minuten taten mir irgendwie sämtliche Gräten weh. Also ich glaube, selbst ohne dieses Ding schaffe ich nicht mehr als 10 Minuten da irgendwie durch die Gegend zu rennen oder ich verletze mich. Grundsätzlich habe ich übrigens eigentlich das Gefühl, dass bei Dortmund zumindest halt gegen den Torhüter, auch wenn die Mannschaft grundsätzlich gut ist, schon was möglich ist. Also ich meine, Bürki finde ich jetzt, ja, so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also vielleicht bin ich da. Ja, Bürki ist jetzt verletzt und Weidenfeller für den ist sowieso, also keine Ahnung, hat jetzt auch G2 gegen Warschau kassiert. Ja. Ja, das also, insofern, da dürfte was möglich sein. Ja, also das aber definitiv. Gut, jetzt nur noch mal als kleiner Zusatz. Das Ding ist ja, umso länger wir reden, umso besser kann ich mir vorstellen, wie die Eintracht gewinnt. Ich will mich jetzt auch mal wieder ein bisschen erden, das ist immer noch Dortmund. Es wäre trotzdem schon
Es wäre schon eine sehr, sehr große Nummer, wenn die Eintracht gegen Dortmund jetzt auch dann noch gewinnen würde. Dann erde ich dich und du hattest, weil wenn ich deinen Tipp sehe, dann scheint der doch ziemlich realistisch zu sein. Was hat der Basti denn Realistisches getippt? Ich habe 2-0 für Dortmund getippt. 2-0 für Dortmund. Ja, aber habe ich jetzt auch nur beibehalten, weil ich auch 1-0 für Bremen getippt habe. Ich hoffe, dass es weiter so klappt. Also ohne jetzt Marvins Tipp kopieren zu wollen, schreibe ich jetzt mal das hier ins Dokument, was ich mir vorher schon gedacht habe, nämlich es wird ein 2-2. Mhm. Ja, ich habe ja genau das Gleiche heute Mittag schon ins Dokument geschrieben. Ich weiß nicht, ich habe immer ein ganz gutes 2-2er-Gefühl bei Dortmund. Habe auch schon tolle 2-2, tolle Unentschieden erlebt von der Eintracht gegen Dortmund. Und ich kann mir auch diesmal wieder vorstellen, dass es so ähnlich kommt. Wäre ich jetzt nicht unzufrieden mit. Wobei man ja dazu sagen muss, dass das ja unseren Torschnitt so ein bisschen kaputt machen würde, weil ja, wir bisher in 11 Spielen gerade mal 9 Gegentore kassiert. Also eine unserer Stärken ist ja jetzt einfach auch, möglichst wenig Tore zu kassieren. Ja, die einzigen, die bislang weniger Tore als wir kassiert haben, sind die Bayern. Und Köln, Entschuldigung. Die haben auch nur 8. Also wir liegen da noch ganz ordentlich. Naja, vielleicht der Witz halt ein 1-1. Irgend sowas. Ja. Also ich glaube, ein Unentschieden ist einfach schon realistisch, mit leichten Chancen da dann doch mehr als den einen Punkt irgendwie mitzunehmen. Ich glaube, das Realistischste in der Tat aus meiner Sicht erstmal ein Unentschieden. Schon geil eigentlich, wir jetzt schon wieder reden, ne? Vor einem Dreivierteljahr wären wir fast alle abgestiegen und so und irgendwie wäre alles. Heute rechnest du ja Chancen gegen Dortmund aus. Ist schon ein bisschen absurd. Ich glaube, vielleicht muss man auch mal wieder ein bisschen vielleicht ein bisschen Realismus reinbringen, aber ich glaube gerade sowas, wie es halt momentan läuft, diese ganze positive, also jeder lacht wie ein, oder jeder grinst wie ein Honigkuchenpferd, das tut der Mannschaft grundsätzlich einfach auch absolut gut und da sieht man mal, welches Potenzial da doch in ihr schlummert. Ne? Also das sind halt so ein paar Dinger. Ich meine, das sind ja jetzt keine 30 neuen Spieler, die jetzt auf dem Platz stehen. Ne? Da sind ein großes Gerüst, ja, ist ja auch jetzt immer noch vorhanden von der letzten Saison. Ja. Schon interessant. Und da merkt man erstmal, wie groß der Wert eines Trainers halt auch sein kann. Ja, also ein Wert, den wir ja vor der Saison auch noch nicht so richtig gesehen haben, der sich aber ja jetzt ja dann doch irgendwie da so immer mehr bestätigt, dass es eine gute Entscheidung war, da an dem Konstrukt Kovac, also an beiden festzuhalten. Bin mal gespannt, okay, wo die Reise da noch hingeht. Genau. Kommen wir, Basti wollte unbedingt Erdung, ich habe hier etwas Erdung und zwar kann er am Sonntag den Doppelpass gucken, da wird ein gewisser Herr Freddy Bobic zu Gast sein. Das ist doch super, in deiner alten Heimat, bei Sport 1, da wird er sich wohlfühlen. Ja, also jeder. Aber mit Sicherheit, das muss man ihm trotzdem lassen, wenn ich nicht sein allergrößter Fan bin, wie man vielleicht weiß, er wird sich trotzdem besser schlagen dort als Bruno Hübner bei seinem letzten Auftritt, wo du gedacht hast, er fällt gleich zum Stuhl mit dem Herzinfarkt. Und es könnte dann halt auch einfach sein, dass die Eintracht mal wieder ein etwas größeres Thema im Doppelpass spielt und jetzt nicht nur wirklich 95% der Zeit über die Bayern gesprochen wird. Das war bei Sky 90 so eine Frechheit. Bei Sky 90 reden die normalerweise immer ziemlich zeitnah über die Sonntagsspiele und du denkst, ach geil, die Eintracht hat gerade einen super Tor geschossen, das ziehe ich mir jetzt auch noch rein. Da muss ich mir über eine Stunde Jens Lehmann und Lothar Matthäus reinziehen, wie die über Dortmund sprechen. Und nicht über Leipzig. Dann ganz am Ende wurde dann mal ganz kurz über die Eintracht gesprochen. Das fand ich ein bisschen frech. Aber gut, wird wahrscheinlich, kommt jetzt vielleicht mal bald endlich, weil die Eintracht kann jetzt nicht mehr ignoriert werden. Ja, gut, andere Mannschaften auch nicht. Also Köln müsstest du im gleichen Maße dann eigentlich auch ein bisschen mehr Zeit geben. Gut, aber bei dir wird, glaube ich, ein bisschen mehr berichtet. Ich finde, diese Stöger-Nummer wird da schon ein bisschen mehr, darüber lese ich mehr. Bei der Eintracht hast du immer noch das Gefühl, dass es so ein bisschen noch so unterm Radar ist, was vielleicht sogar ganz gut ist. Ja, sagen, sollen, vielleicht die sollen sich die Spieler, die hier spielen, gar nicht anschauen. Die sollen gar nicht auf die Idee kommen, uns irgendwie mal wegzuholen. Also einen großen Vorteil, den wir ja bislang auch hatten, war ja einfach auch, dass man jetzt sagen konnte, dass es im Umfeld und generell sehr, sehr ruhig war und wir dadurch vielleicht auch einfach wesentlich ruhiger arbeiten konnten. Was natürlich ab einem gewissen Punkt, wenn du dich da vorne festsetzt, auch wieder so ein bisschen nachlässt. Ja, von daher vielleicht wirklich einfach gar nicht verkehrt, dass da in letzter Zeit es nicht viel Berichtenswertes irgendwie gab, außer mal das hier und da ein bisschen Gerücht.
Das kommt wirklich noch früh genug. Also ich meine, spätestens wenn wir im Februar noch da oben stehen sollten, dann werden die Geschütze aufgefahren von allen Seiten. Dann wird hier Kovac mit irgendjemandem in Verbindung gebracht und so weiter und so fort, allein um Unruhe reinzubringen. Das sind die typischen Mechanismen, aber solange die noch nicht großartig befeuert werden, ist es gut, dass wir so schnell wie möglich, so viel wie möglich Punkte holen. Ja, generell ist davon auszugehen, dass es in der Rückserie ganz anders aussieht, um da mal das in die Runde zu führen, weil alles das, was wir jetzt so an starken Gegnern irgendwie hatten, Bayern, Dortmund etc., das waren halt auch jetzt alles Heimspiele. Das sind in der Rückrunde demnach natürlich alles Auswärtsspiele und das sieht natürlich ganz anders aus, wenn du in Dortmund, in Bayern und so weiter spielen musst. Von daher heißt es natürlich jetzt auch umso mehr in der Hinrunde irgendwie Punkte hamstern, weil das könnte in der Rückrunde dann ein bisschen anders aussehen. Kannst auch davon ausgehen, dass in der Rückrunde nicht mehr diese Form der Doppelbelastung auf viele Vereine zukommt. Ne? Ist halt auch so ein Ding. Wir können jetzt hier die ganze Zeit über Tuchel-Mania sprechen und so weiter und so fort. Am Ende werden die nicht mehr im Finale oder auch nicht wahrscheinlich im Halbfinale der Champions League sein. Das heißt dann auch keine Doppelbelastung mehr und die haben ein anderes, die sind noch eingespielter. Und dann wird es noch enger, hier Punkte zu holen. Ja, ist ganz klar. Aber trotzdem, und so ist es. Aber auch für andere dann. Also aber auch für andere. Und genau das ist der Punkt. Und das heißt, dann lassen mehrere Mannschaften Punkte. Und dann werden auch die Kölner vielleicht in der einen oder anderen Punkt lassen. Und du weißt ja auch nicht, ich meine, wir haben jetzt, auch die Kölner, wenn Modest ein 10, 15 Millionen Angebot irgendwo bekommt, dann weiß ich auch nicht, ob das ob der den in Köln überwintert. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Da gibt es dann auch gewisse Zwänge, denen man unterliegt. Wenn jetzt ein chinesischer Topclub kommt, ja, dann mag die Liga nicht interessant sein, das Finanzielle aber umso mehr. Mhm. Und dann kehrt sich auch da einiges um. Wir wissen auch nicht, wenn Leipzig, wie sie aktuell auf Platz 1 stehen, wenn die wirklich die Chance sehen, hier im ersten Jahr Bundesliga schon den Champions League einzuziehen, dann wissen wir auch nicht, welche finanziellen Mittel hier noch bemüht werden, um den Kader im Winter noch weiter aufzustocken, um dieses Pflänzchen der Hoffnung, der Champions League Hoffnung dort zu einem mächtigen Baum werden zu lassen. Also das sind so Dinge. Und dann sieht es nochmal anders aus. Abgesehen davon glaube ich, dass die Eintracht trotzdem gegen Leipzig mega gute Chancen hat und ich mich jetzt schon auf den letzten Spieltag freue. Aber das ist was anderes. Ja, das stimmt. Also Rückrunde wird auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Gesicht auf dieses ganze Konstrukt bringen. Ich glaube, ich werde mir trotzdem am Sonntag dann auch mal den Doppelpass anschauen, allein um mal zu sehen, was der Herr Bovic da so erzählt und wie viel Sendezeit die Eintracht da tatsächlich bekommen wird. Mhm. Wir hatten gesagt, es gab nicht viel zu berichten, es gab so ein bisschen Gerüchte. Seferovic wurde mit Lissabon in Verbindung gebracht. Kurz danach gab es einen Dementi-Beitrag, wo Bobic gesagt hat, er war zwar vor Ort in Lissabon, aber es ging nicht um Verhandlungen wegen Seferovic, sondern über mögliche kommende Kooperationen. Mhm. Von Kooperation halte ich erstens gar nichts. Das hat nie was gebracht. Ich also halte davon noch viel weniger. Aber diese Seferovic-Sache würde für mich gedanklich allein an der Ablöse scheitern. Wo kolportierte 2 Millionen momentan die Rede bahnet. Das ist einfach für mich, für einen Seferovic zu wenig. Weit ich weiß, dass er einen Vertrag hat, der momentan abläuft. Das ist mir schon klar. Aber ich wäre an der Antragsstelle, wäre ich weiter dafür, hier irgendwie für eine Vertragsverlängerung zu sorgen. Und das wäre mir wesentlich lieber. Weil ich glaube, irgendwann kommt er wieder und hat ja schon positive Ansätze gezeigt. Und ich glaube, da muss man einfach weiter dran arbeiten. Ja, und wie Basti vorhin schon gesagt hat, er ist halt auch einer, der arbeitet, also durchaus auch jemanden, den du gebrauchen kannst. Ich meine, wir haben und zwar viel Ausweis da vorne. Zu haben. Ja, ja, klar, aber du willst die Flexibilität ja durchaus erhalten und für den Preis würde ich ihn auch nicht hergeben wollen. Also das bringt dir halt auch nichts, weil dafür reißt du halt doch einfach wieder eine gewisse Lücke da rein, die du jetzt nicht gestopft kriegst. Und mal ganz ehrlich, was willst du im Winter mit den 2 Millionen, weil sinnvoll dich verstärken kannst du auch nicht, weil das, was du im Winter an Transfers bekommen kannst, das sind ja sowieso die irgendwo nicht untergekommen sind bis jetzt. Also ob dir das dann Peanuts da so viel bringt, ist halt auch so ein bisschen die Frage. Sehe ich genauso. Ansonsten ist aber auf dem Transfermarkt relativ ruhig. Ne? Ist ruhig im Moment, ja, definitiv. Mhm. Ich meine, dafür, wir haben auch schon Mitte November, ne? Also da gab es auch schon Monate, wo wesentlich mehr Tuhuwabuhu betrieben wurde.
Meinst du jetzt bei uns oder meinst du jetzt generell? Ja, bei uns, aber auch generell. Also gut, generell, aber meine jetzt bei uns. Aber gut, was gibt es noch für Themen? Ich glaube, bei uns steht jetzt einfach aktuell keine Verpflichtung oder kein Abgang wirklich an. Also vielleicht. Wer weiß. Vielleicht kommt noch was Überraschendes. Genau, vielleicht wird es halt nicht groß. Vielleicht geht Chandler zum Eis rum. Ja, aber wenn, dann wird es halt wirklich eine Überraschung. Also gerüchtemäßig ist da jetzt unterwegs. Jetzt sind auch noch 6 Spiele, da kann sich, beziehungsweise 5, kann sich auch noch einer verletzen. Das stimmt allerdings. Wenn sich einer das Bein bricht, dann reden wir wieder ganz anders. Ne? Also klar, kann auch passieren. Mittelfeld, also uns fällt, glaube ich, jetzt auf, die ganze Zeit lief es ja und die Eintracht, was man auch mal bei der Eintracht auch, was man sagen muss, die Eintracht hat auch endlich war, glaube ich, so ein bisschen mehr Glück, was so Verletzte betrifft. Also es ist nichts Knallhartes dabei, wo du denkst, das wirft uns krass aus der Bahn. Ich hoffe, dass da auch irgendwie gelernt wurde, weil so ein bisschen Gerüchte gab es immer, dass die medizinische Abteilung bei uns nie so die beste war. Vielleicht gibt es da jetzt so ein paar Früchte durch irgendwelche neuen Erkenntnisse, keine Ahnung. Alles nur Spekulation, aber ich glaube trotzdem, dass wir gerade merken, durch die 5. gelbe Karte von Mascarell, dass zum Beispiel das defensive Mittelfeld trotzdem noch etwas dünn ist, weil mir tatsächlich, wenn einer ausfällt, und es ist ja nicht so, dass irgendeiner verletzt ist, sondern das sind die einzigen, die da sind, und wenn da einer ausfällt, dass eigentlich kein gelernter Ersatz dort ist, außer der erwähnte Flum. Und da könnte man meiner Meinung nach im Winter schon mal reagieren, finde ich. Also wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, solltest du das auf jeden Fall immer noch tun, denn du willst ja auch die Position, die du dir jetzt in der Hinrunde erarbeitet hast, willst du in der Rückrunde ja auch einigermaßen sichern. Also ich sehe das ganz genauso. Wenn es diese Chance gibt, hier nochmal zuzuschlagen, solltest du das tun. Vor allen Dingen haben wir doch im Sommer gehört, ich glaube, meine gehört zu haben, dass Bobic hat ja dann, es ging ja dann darum, Königstransfer, und dann hat es nicht so funktioniert und dann kam Tarasay noch kurzfristig. Meine ich gehört zu haben, dass Hübner und oder Bobic gesagt haben, dass noch genug Spielraum für den Winter da ist. Und das war zu einer Zeit, wo noch nicht abzusehen war, wie gut es läuft. Das heißt, es ist auf jeden Fall, sollte Geld da sein, weil ich glaube, dass im Sommer nicht alles ausgegeben wurde, mangels Alternativen. Dass man gesagt hat, gut, wir haben das Geld, wir würden es ausgeben, wenn sich was Gutes ergibt. Gab es nicht und wir behalten es jetzt und leihen noch ein. Ich glaube, dass da trotzdem noch so ein bisschen Spiel ist. Und ich finde, und ich glaube, Kovac ist aber auch so einer. Das hast du an der Bemerkung gesehen, dass er, obwohl es gut läuft, so gesagt hat, hier, wir müssen das und das Gas verbessern, das ist hier in der Infrastruktur nicht gut. Und wenn er das in der Mannschaft auch so macht, weil du musst ja nicht nur, wie die Eintracht es immer gemacht hat, sagen, oh, alles ist scheiße, lass uns neue Spieler verpflichten, sondern man kann ja auch einfach noch einen wichtigen Mosaikstein hinzuholen, obwohl es gut läuft, damit es halt noch besser läuft und oder genauso gut weiterläuft und du dann quasi noch so einen kleinen Stein in die Mauer gemacht hast, der die Mauer noch stabiler macht. Und wer weiß, wofür dieser Stein dann gut ist, weil was passiert, wenn Hasebe und Mascarell sich verletzen? Dann hast du da trotzdem eine Lücke, wo ich nicht sehe, dass die so leicht geschlossen werden kann. Es gibt ein paar Spieler bei der Eintracht, wo du denkst, wow, ja, sollte jetzt nicht unbedingt ausfallen. Vorne kannst du es ersetzen, aber so was die Zentrale im Mittelfeld und in der Verteidigung betrifft, da sehe ich eigentlich, die Spieler, die jetzt spielen, sind top, aber wenn einer ausfällt, sehe ich es nicht so stark besetzt. Und das ist ja trotzdem noch so, das, was wir vor der Saison auch gesagt haben, dass an gewissen Stellen das alles noch ein bisschen brüchig ist. Umso besser ist, dass wir schon 21 Punkte haben und wenn wir ganz ehrlich sind, kann uns in der Hinrunde nichts mehr passieren. Hinrunde definitiv nicht und wie gesagt, Rückrunde ist halt einmal nochmal eine ganz andere Geschichte. Was haben wir noch auf der Liste in der Sektion Aktuelles, in der wir uns gerade befinden? Ich habe etwas, wo ich mir nicht sicher war, ob ich da reinschreibe oder bei den Empfehlungen. Ich habe es jetzt mal bei Aktuelles gelassen. Es betrifft uns nicht direkt, sondern generell das Thema Bundesliga. Es gab einen ganz interessanten Artikel, wie ich fand, bei dem Spiegel, wo es um das Thema 50+1-Regel ging, weil ja gerade mit Leipzig als Tabellenführer das so ein bisschen ein Diskussionsthema ist, wo, wie ich fand, eine ganz interessante These aufgemacht worden ist, nämlich, dass die 50+1-Regel diejenige ist, die dafür oder daran schuld ist, dass so viele Traditionsmannschaften einfach aus der Bundesliga verschwunden sind, wo man auch so ein bisschen einen Vergleich aufgemacht hat mit anderen Ligen und festgestellt hat, dass die Bundesliga mit Abstand die Mannschaft ist, die in den letzten Jahren am meisten Traditionsmannschaften verloren hat mit Vergleich zu anderen Ligen wie der Premier League oder anderen.
kann man sich vielleicht mal angucken. Ich fand es eine ganz interessante Herangehensweise an das Thema. Ich bin mir immer noch nicht selbst für mich sicher, wie ich das hier mal einordnen soll. Glaube aber, dass uns das in naher Zukunft noch mehr beschäftigen wird. Ja, ja, vielen Dank. Ich finde, in dem Artikel stehen valide Punkte auch. Also, ja. Das ist tatsächlich so. Und das ist trotzdem was, worüber sich der deutsche Fußball allgemein Gedanken machen muss. Weil du, weil die dann, ja, das ist eine Frage, ich bin auch froh, dass ich sie nicht beantworten muss, ob man sagt, man öffnet das für alle und guckt, was passiert. Oder man sagt, man versucht gegenzusteuern, was aber meiner Meinung nach nicht mehr geht, weil du halt schon ein paar Vereine drin hast, die das quasi aushebeln und andere Vereine dürfen das nicht. Genau, das ist ja auch einer der Punkte, dass der Grund, weswegen Investoren sich halt einfach Werksmannschaften holen, ist, weil die eben von dieser 50+1-Regel oder eben von diesem da so ein bisschen ausgenommen sind, wohingegen Traditionsmannschaften da einfach einen gewissen Schutz haben. Und wenn du dir gerade die Premier League anguckst, da haben Investoren sich halt eben absichtlich große, spannende Clubs gesucht, weil da natürlich auch das meiste Geld irgendwie zu holen ist. Die würden niemals irgendwie in eine Mannschaft, die ähnlich ist wie Wolfsburg, da einfach Geld investieren, weil da halt einfach nichts zu holen ist. Und in der Bundesliga musst du das tun, weil in die anderen kommst du halt einfach nicht ran. Und deswegen gibt es auch so Konstrukte wie Leipzig, die sich da geschaffen werden, weil du das über den Weg so ein bisschen aushebeln kannst. Und das wird auf jeden Fall ein Thema sein, über das man sich über kurz oder lang da intensiv Gedanken machen muss, wenn man das Thema Bundesliga in dem Vergleich mit anderen da halt auch irgendwie holen will, ja? Also oder wettbewerbsfähig sein will, was die internationale Vermarktung angeht. Das sehe ich auch so, weil du, weil das trotzdem was Wichtiges ist. Und wenn du Vereine wie Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim hast, die über kurz oder lang immer unter den, sagen wir mal so wie in England verglichen, unter den Top 4 oder Top 5 sind, dann kannst du das nicht gut verkaufen. Die Bundesliga bräuchte tatsächlich eine Spitze, wo Vereine sind, die die, wie soll ich es nennen, die zählen in dem Sinne. Also die da, wo Stimmung ist, wo du, ja, die halt eine gewisse Faszination ausüben. Und das hast du ja in England auch. In England treibt es ganz wilde Blüten und du schüttelst teilweise den Kopf, was für Summen dafür mittelklassige Spieler bezahlt werden. Aber die halten das ja teilweise in ihren eigenen Kreislauf. Also das geht noch. Und da sind trotzdem noch Mannschaften wie Manchester United, Arsenal. Und das ist für mich der ganz entscheidende Punkt. Die haben zwar alle Investoren und da sind alles Finanzgebaren, wo du die echt auch an den Kopf greifen kannst, aber das sind Mannschaften, die waren vorher schon da und die Zuschauer waren auch schon da. Und das ist in Deutschland anders. Da sind da, die Vereine sind dann gekommen und dann kamen die Zuschauer erst. Und ich finde, das merkst du an gewissen Stellen und das merkst du auch, wie die Vereine drawn, sage ich mal. Und das wird der Bundesliga, glaube ich, tatsächlich, das fliegt denen eigentlich jetzt schon so ein bisschen um die Ohren, dass du an jedem Spieltag echt Spiele hast, wie, ich glaube, nächsten Spieltag ist auch schon wieder Ingolstadt gegen Wolfsburg. Und ja, und wenn das die Blüte ist, aber der René hat, das ist ja in dem Artikel richtig, was du gesagt hast, René, ich kann Investoren eigentlich auch verstehen, weil ich würde auch nicht gerne in einen Verein gehen und denen Geld geben und dann dabei zuschauen, wie irgendein angetrunkener Aufsichtsrat das verjubelt. Und du kannst dir, wenn du einen Verein hast, wo du das eben nicht hast, diese Strukturen, kannst du dir dein Kompetenzteam selber schaffen und du hast niemanden, irgendwelche alten Granten, die dir da noch reinreden wollen und oder hier und da und am Ende kommt gar nichts bei rum. Also von der Warte aus kann ich schon verstehen, dass Leute wie Mateschitz und sich dann einen Projektmanager wie Rangnick holt, der da natürlich alles entscheiden will und keinen Bock hat, sich noch mit irgendwelchen Mitgliederversammlung auseinanderzusetzen und ein Aufsichtsrat, wo ehemalige Spieler drin sind und dann hier und da und du siehst ja, wozu das führen kann beim HSV, ist ja das beste Beispiel. Die Sache ist nur die, es wäre trotzdem spannender, wenn die Investoren das Geld Köln, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Bayern, Gladbach, Stuttgart geben würden, dann hättest du die unter den Top 8 auch irgendwie in der Bundesliga und dann wäre das ein interessanterer Wettbewerb. Ich finde, das kann man, glaube ich, nicht leugnen. Ja, das wäre ein anderes Marktwertpotenzial, was dadurch geschaffen würde, anstatt Ingolstadt oder so. Nichts gegen Ingolstadt, können sie auch alle machen, was sie wollen, aber das sind halt, du wirst irgendwo nicht mehr, du wirst Ingolstadt nie als Weltmarke etablieren können. So, das ist genau der Punkt. Ja, aber das ist. Ja, wir so aber den Sendungstitel, das ist der Sendungstitel, Weltmarke Ingolstadt. Ja, weil das ist aber genau das, was das musst du ja als Verein in der Bundesliga musst du immer dir vor Augen führen, kann ich das theoretisch schaffen? Und ohne zu viel Scheiße immer zu labern, das ist natürlich in Frankfurt immer
als absolut theoretische Option möglich. Nicht mit den gegebenen Strukturen vielleicht, aber mit dem grundsätzlichen Potenzial, mit der Idee, mit dieser Region auch, mit einer Rhein-Main-Region als Einzugsgebiet, ist sowas natürlich viel besser, genauso auch bei der Hertha. Berlin kannst du immer, theoretisch immer als Weltmarke etablieren, aber Ingolstadt, Wolfsburg, selbst Augsburg, das wird nie so funktionieren. Das wird nie funktionieren. Und allein deswegen, ja, das, also ist es halt auch so, dass natürlich Vereine wie die Eintracht, die Hertha, sind potenzielle Cash-Cows, schon so in einer gewissen Art und Weise. Aber dafür müssen natürlich auch Strukturen geschaffen werden, aber die werden wir heute Abend nicht in die Wege leiten können. Ja, das ist richtig. Aber ich halte es für gut, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Von daher schiebe ich den Artikel gleichermaßen auch mit in die Empfehlungen rein, zu denen wir gleich kommen, und würde sagen, den kann sich ruhig jeder mal durchlesen und versuchen, sich da eine eigene Meinung zu bilden. Dafür sind so Sachen ja da. Bevor wir zu den Empfehlungen kommen, kommen wir zu dem Dummschwätzer der Woche, den wir jetzt nicht auflösen müssen, weil wir hatten letzte Woche nur einen. Und wir haben auch nominell gesehen in dieser Woche nur einen, der allerdings ein bisschen größer ist. Oder umfangreicher oder wie auch immer. Auf was willst du jetzt zu sprechen kommen? Dass wir da drin stehen. Ja, genau. Ja, wir, der Eintracht-Podcast ist nominiert. Ja, ich bin sehr froh, dass wir uns auch endlich mal eine Nominierung eingehandelt haben. Ja, wurde ja langsam Zeit, denn wir nehmen ja auch Kritik gerne an und ich finde es immer schön. Nein, tun wir eigentlich nicht, aber wir müssen zumindest so tun. Ja, ja, also ich finde es schon schön, wenn Kommentare dann unseren Blog auch einlaufen und so. Und Lerbis Leder hat uns dafür kritisiert. Ich lese es einfach mal vor. Ich glaube, es ist besser, als wenn ich jetzt irgendwie so tun würde, als würde ich das zusammenfassen. Also, Männer mit Verlaub, die Dummschwätzer seid ihr. Müller und Rummenigge haben doch recht. Jeden nerven solche Länderspiele und es geht dabei tatsächlich nur um Geld und Stimmen. San Marino ist stimmberechtigtes Vollmitglied der UEFA FIFA. Genauso wie bei der Nationalmannschaft von Gibraltar. Gut, das weiß jetzt Gibraltar damit zu tun hat, von mir aus. Okay. Das ist nicht Tradition, sondern viele kleine Mitglieder erleichtern die Korruption. Was glaubt ihr denn, warum die Turniere und Qualis immer aufgeblähter werden? Gut, San Marino gibt es seit 3301. Leute, wenn schon Wikipedia, dann richtig Checkout, bla 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 bla. Ja, okay. Also, erstes Länderspiel 1990, also nach Rummeniges Zeit, wie er sagt. Aber hey, wenn man von den bösen Bayern kommt, muss man es ja kritisieren. Billiger Populismus, das könnt ihr doch besser. So, jetzt will ich noch ganz kurz mich verteidigen oder uns verteidigen. Also, Populismus haben wir nicht betrieben, ja. Weil wir ja, also Populismus zeichnet sich immer dadurch aus, dass du jemanden, ja gut, wir haben vielleicht Rummenigge ein bisschen schlecht gemacht, aber wir wollten uns dadurch ja nicht erheben und wollten auch hier keine grundsätzlichen Unterschiede herstellen. Aber gut, grundsätzlich, aber Dummschwätzer, es kann schon sein, dass wir die Situation von San Marino weniger kritisch beleuchtet haben als viele andere. Aber was ich nochmal ganz klar sagen muss, die bösen Bayern, also ehrlich gesagt hat hier keiner im Ernst, also zumindest ich nicht im Ernst, ich habe kein Problem mit den Bayern, mir ist scheißegal, wenn von denen gute Sachen kommen, kommen von denen gute Sachen, wenn die gut spielen, spielen die gut, das kann ich dementsprechend auch einsehen und finde es auch durchaus akzeptabel, also von dieses typische Klischee von wegen böse Bayern, also das, den Schuh ziehe ich mir nicht an, alles andere durchaus, und vielleicht haben wir die Situation mit San Marino zu positiv gesehen. Insofern, wenn ihr das genauso seht wie der liebe Herr Lerbis Leder, vielen Dank für die Zuschrift nochmal, dann könnt ihr uns hiermit gerne mal eins auswischen. Ich glaube aber trotzdem, dass der Herr nicht genau verstanden hat, was sie gemeint haben, glaube ich. Weil er ja sagt, dass wir kritisieren, dass er dieses Spiel gegen San Marino abschaffen will, aber das stimmt ja nicht. Sondern wir hatten das auch schon mal kritisiert, dass diese Länderspiele unnötig sind. Und ich glaube, wir stehen nicht im Verdacht, Länderspiele gegen San Marino von die Mannschaft zu verteidigen. Ich glaube, der springende Punkt, warum wir Rummenigge dafür nominiert haben, ist einfach die Farce, dass er das sagt. Dass er quasi San Marino dafür kritisiert, dass sie mit Fußball Geld verdienen wollen. Während er ein paar Wochen vorher eine merkwürdige Champions-League-Reform auf den Weg gebracht hat, die dafür sorgen wird, dass die großen Vereine immer mehr Geld haben werden und eben solche kleinen Vereine wie im übertragenen Sinne wie San Marino dann in der Champions-League entstehen, die dann gar keine Chance mehr haben und dass diese Schere immer weiter auseinander geht. Und ich glaube, dass Karl-Heinz Rummenigge keiner ist, der andere Player im Fußball, egal ob San Marino ist, kritisieren darf, dadurch zu sagen,
hier geht es doch heutzutage im Fußball, da geht es doch nur noch ums Geld. Also Karl Rummenigge ist mit Sicherheit keiner, der probiert hat, das Rad zurückzudrehen, was die Kommerzialisierung vom Fußball betrifft, also bei aller Liebe. Das kann, glaube ich, er ist nicht in der Position, das zu sagen, weil er an gewissen Stellen Entscheidungen getroffen hat, die mit Sicherheit noch gieriger sind, als das, wenn das kleine San Marino mal ein Länderspiel in Deutschland machen will. Meine Güte. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht wissen, dass diese Regelung, dass jedes kleinste Land eine Stimme hat und dass die WM geblasen wird, weil du damit quasi dir die Präsidentschaft ermogeln kannst, du natürlich von diesen kleinen Ländern dann eine Stimme kriegst. Ist doch logisch. Die kleinen Länder wollen auch bei der WM dabei sein und dann versprichst du denen, dass dann wählen dich, umso mehr Stimmen hast du. Das ist, da muss man ansetzen. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass Rummenigge nicht in der Position ist, uns zu erzählen, dass man die Kommerzialisierung, das Rad im Fußball zurückdrehen muss, nur weil er keinen Bock hat, gegen San Marino zu spielen. Also, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und muss sagen, ich sehe es auch so, dass so Länderspiele gegen San Marino sind unnötig. Jede Aufblähung von irgendeinem FIFA-Wettbewerb oder eine WM mit EM mit 24 oder eine WM jetzt bald mit, was weiß ich, mit 40 oder wahrscheinlich bald 48 Mannschaften, da bin ich auch nicht dafür. Mhm. Nur muss man das an anderer Stelle viel unaufgeregter diskutieren und nicht trotzig wie ein unsympathisches Kind wie Thomas Müller das nach dem Spiel macht und andere Leute damit beleidigt, sondern das muss in den Stellen geregelt werden, die das zu entscheiden haben, und da müssen die Leute auch mitsprechen, aber bitte hinter verschlossenen Türen. Und ich glaube nicht, dass es dazu einen Thomas Müller braucht, der quasi nur beleidigt. Also was soll das? Das ist unsympathisch, das wirft ein schlechtes Licht auf die deutsche Nationalmannschaft. Und ja, ich denke doch, dass man das kritisieren kann und dass man sich darüber lustig machen kann, dass Rummenigge jemanden anders vorwirft, mit Fußball Geld verdienen zu wollen. Finde ich auch lustig, also von daher. Aber ich, trotzdem halte ich die Nominierung von uns als Dummschwätzer da durchaus auch für, ach, in einem gewissen Punkt als Fall gerechtfertigt. Also doch, finde ich auch, kann man mal machen. Und ja, wir haben ja auch, wir sind ja auch nicht frei von auch manchmal vereinfachten Ausdrücken. Insofern ist es schon okay, kann man uns mal nominieren. Trotzdem kann ich natürlich uns nicht allein ins Feld führen und habe mir jetzt noch jemanden anderen ausgesucht, den ich auch. Ja, ja, nee, denn ich muss sagen, ich beobachte die Löwen 68 München mit großem Misstrauen, ja, und schaue mir da an, was da momentan wieder für Unsinn passiert. Und da habe ich jetzt jemanden nominiert, Ismaik, den guten Herr Ismaik, denn der hat Thomas Eichin dafür kritisiert, und zwar, ich zitiere, seine Leistung ist nicht auf dem Niveau, das wir erwartet haben. Bei allem Respekt, der Mann ist noch kein, ich will jetzt kein Verteidiger von Thomas Eichin sein, großartig, aber der Junge ist noch kein halbes Jahr großartig bei diesem Verein. Vielleicht sollte man auch einfach mal gewisse Dinge abwarten und nicht einen Schnellschuss die ganze Zeit üben, wie das jetzt schon wieder passiert, wo jetzt wieder total alles umgeschmissen wird. Also ich glaube, ein Stefan Aigner wird es ja auch noch ärgern, wieder zurück zu seiner alten Liebe gekehrt zu sein. Denn was da momentan läuft bei 1860 München, da muss ich mit dem Kopf schütteln. Und aber wie gesagt, solche Aussagen, nachdem Eichin jetzt irgendwie ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr jetzt bei 1860 ist, dass die Leistungen nicht so sind, wie man sich das erwartet. Also es geht halt nicht alles immer von heute auf morgen. Hm. Ja gut, aber das ist kurios, natürlich das Ding, wenn du da halt leid. Auch einfach Geld gibst, dass du dann natürlich auch vielleicht eine andere Erwartungshaltung hast. Da muss man aber halt auch bedenken, dass so ein Fußballverein und das alles halt auch nicht irgendwie die Starterbude mit 5 Mann ist, wo du mal eben alles von links auf rechts drehen kannst. Ja. Gerade nicht bei 1860. Ich glaube, der hat sich das anders vorgestellt, und an dem ganzen Chaos ist er ja nicht ganz unschuldig. Also der hat ja schon mit diversen Sportdirektoren hin und her gemacht und wieder raus, wieder rein, und dann Trainer und Poschner und hier und der und da und Kreuzer da. War auch mal da. Also das sind so Dinge, eben, ne? Also was erwartet der? Und jetzt hat er eigentlich wenigstens Eichin, finde ich, einigermaßen okay, und für die zweite Liga ist Ronja ist doch auch okay. Dass er den Herren nicht mal ein bisschen mehr Zeit jetzt gibt, finde ich auch einigermaßen merkwürdig.
Ja. Also, das, also deswegen, also da gibt es echt Punkte, das kann ich nachvollziehen und dann, aber da gibt, ich könnte ja theoretisch sogar noch mehrere nominieren. Da gibt es ja dann hier den lustigen Peter Casalet, der hat einen wunderbaren Namen, der Präsident von 1860, der hat gesagt, naja gut, aber sagen wir mal ehrlich, auch wenn wir hier gewonnen hätten, ja, da wäre die Entscheidung genauso getroffen worden. Also hier, da muss man sich nur die Tabelle anschauen, also auch dann hätten wir uns vom Trainer getrennt. Ja, dann kann ich das auch vor dem Spiel machen. Also so viele Dinge, weißt du, also da muss ich echt sagen, also was da bei 1860 läuft, da tun mir wirklich schon fast die Fans leid von 1860, die das immer wieder erleiden müssen und auch immer wieder die Hoffnung haben, die immer wieder die durchaus berechtigte Hoffnung haben, jetzt läuft es besser, jetzt holst du schon Eigner zurück, hast andere Leute, hast ja einen ganz guten Kader für die zweite Liga, kannst dich eigentlich nicht beschweren und dann immer wieder sowas, dass es jetzt nicht läuft und dass auch ein Runjajic halt vielleicht eine schwierige Anfangszeit hat, ja, die werden aber auch, glaube ich, in dieser Saison gar nicht abgestiegen, aber gut, das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei, aber man muss auch dem Trainer mal eine Möglichkeit geben und auch gerade so Sportdirektoren, das kann nicht alles von heute und auf morgen umgewandelt werden, was in den letzten paar Jahren davor halt auch schon kacke war. Ja, also 1860, auch ein ganz eigenes Feld an der Stelle. Ja. Haben wir noch wen für die Dummschwätzer der Woche? Ich nehme jetzt Peter Casalet, das gefällt mir eigentlich fast noch besser. Auch wenn wir gewonnen hätten, hätten wir den Trainer entlassen. Also ich kopiere es dir rein. Okay, dankeschön. Dann muss ich ja nicht nebenher tippen. Gut, dann kommen wir in die andere Kategorie, nämlich die Geschichte mit den Empfehlungen. Ich empfehle jetzt erstmal das, was ich letzte Woche schon empfohlen habe, nämlich unseren Podcast Slack. Wer da noch mitmischen will, findet alles dazu unter eintracht-podcast.de/live. Nämlich Schnack im Slack. Oho. Genau, da gibt es ja einiges während den Sendungen, aber auch so zwischendrin. Ein Großteil der Vorbereitung läuft da mittlerweile bei uns drüber, weil Martin freundlicherweise da immer wieder spannende Artikel reinschmeißt. Also ich muss eigentlich gar nicht mehr die einschlägigen Eintracht-Seiten abgrasen, weil Martin das freundlicherweise für uns macht und die alle hier so schön in den Slack wirft. Dafür schon mal vielen Dank. Und wer da noch mitspielen möchte, Showpraktikant Martin. Genau, er kriegt demnächst auch so einen roten Samtanzug an und darf dann hier mitspielen. Oh ja. Das ist immer noch ein Podcast hier. Du weißt, dass wir da auch nicht sehen würden, was er anhat. Ne? Ja, aber allein die Vorstellung reicht doch schon, oder? Manchmal reicht es doch auch einfach, wenn man sich so Dinge vorstellen kann. Ist doch auch schön. Okay. Dann möchte ich mal einen Podcast empfehlen, der außerhalb unserer bisherigen Filterblase ist, weil an uns rangetragen wurde, dass die Empfehlung von Fußball-Podcasts untereinander ganz gut funktioniert, weil vielleicht man ja auch mal Podcasts empfehlen kann, die damit nichts zu tun haben. Und jetzt habe ich ein Thema, was euch beide wahrscheinlich herzlich wenig interessieren wird, aber vielleicht den einen oder anderen da draußen. Ich bin nämlich auf einen Podcast gestoßen, in dem sich zwei Väter darüber unterhalten, wie das so mit jungen Kindern ist, mit Arbeit, Haustier und allem anderen. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, weil mich das ja auch selbst betrifft mit einem kleinen Sohn, aber vielleicht auch den ein oder anderen da draußen. Von daher da mal in die Shownotes gucken. Ich habe den da verlinkt. Wie heißt der denn, der Podcast? Daddies in Distress. Aha, okay, alles klar. Genau. Also ja, ich habe jetzt zwei Folgen angehört, die waren recht spannend. Bei dem einen ging es um das Thema Arbeit und bei dem anderen, wie das so ist, wenn Kinder krank sind. Und okay. Ja, ist mal eine andere Sicht auf die Geschichte, weil sonst ist ja immer so von wegen Kind ist krank und Mutter und so weiter. Aber die andere Seite ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen durchaus relevant. Ich finde bei beiden auch eine relativ gute oder interessante Konstellation, einer freier Journalist und einer quasi Arzt im Studium. Also auch so eine Konstellation, wo man vielleicht auch jetzt nicht unbedingt davon ausgehen würde, dass jetzt irgendwie der Vater ein Jahr zu Hause bleibt. Also vielleicht für den einen oder anderen da draußen ein durchaus interessantes Thema, ja, um auch mal Podcasts zu empfehlen, die jetzt nicht unbedingt direkt was mit Fußball zu tun haben. Mhm. Und dann bin ich noch über einen Beitrag gestolpert in der Taz zum Thema Alex Meyer. Wo es auch so ein bisschen drum geht, nach dem Motto, naja, eigentlich ist Alex Meyer halt wirklich nicht der typische Stürmer und passt da nicht irgendwie rein, er ist zu groß, zu schlaksig, zu langsam, hat nur irgendwie 3 Ballkontakte, macht aber trotzdem die Tore, ist nicht wirklich lang, fand ich aber eine ganz gute Zusammenfassung, also wer da mal 2 Minuten Zeit hat, sich das durchzulesen, dem sei dieser Beitrag empfohlen und ansonsten hat, ich vermute mal, Marvin etwas genau Entgegengesetztes dazu reingeschrieben.
Nee, ich hab eigentlich jetzt, weil ja jetzt die Weihnachtszeit jetzt hier schon kommt. Achso, dann hast du die Weihnachtsmärkte, dann lassen wir Bastis Empfehlung, die dann dazwischen steht, machen, weil die natürlich genau das Gegenteil zu einem 2-Absatz-Beitrag in der Taz zu Alex Meyer ist. Ja, ich empfehle, es wird vielen schon bekannt sein, aber 120minuten.net finde ich eigentlich ganz interessant. Da gibt es viele längere Artikel zum Thema Fußball, die sich auch mit Themen beschäftigen, die so ein bisschen unterm Radar eigentlich sind. Also da wird zum Beispiel gibt es einen Bericht über einen Amateurschiedsrichter, dann über die Moralität des Fußballkonsums, dass man das ja quasi dadurch, dass man es schaut, selber mit unterstützt eigentlich. Dann quasi, dann gibt es noch einen Text, der heißt Fußball als komplexer Sport, den haben wir, glaube ich, hier schon mal gesondert empfohlen. Mhm. Da geht es dann halt darum, dass so Experten wie Scholl immer alles auf so eine einfache Ebene runterbrechen wollen, damit das Massenpublikum es versteht, aber es trotzdem eigentlich nicht unbedingt nah an die Wahrheit gerät. Und das finde ich ziemlich interessant, weil ich das ähnlich sehe und das haben wir hier in dem Podcast, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr oft kritisiert. Unter anderem ist ja so auch diese Kategorie Dummschwätzer der Woche entstanden, weil es ganz viele Protagonisten im Fußball gibt, die einfach an der Realität vorbeireden, indem sie sich Dinge ganz, ganz einfach machen und weil es halt immer schon so gewesen ist, blablabla. Und ich finde, das kann man mal empfehlen. Finde ich ein sehr, sehr interessanter Artikel dabei und das ist ein Projekt, was mir in den letzten Wochen viele schöne Texte vor meine Nase gebracht hat. Also habe ich gedacht, das kann man hier mal empfehlen. Man muss dazu sagen, sie haben natürlich nicht nur Texte, also wer gerne längere Texte zum Thema Fußball mag, der wird da auf jeden Fall fündig, aber die haben auch einen Podcast, der eben auch 120 Minuten heißt, logischerweise. Und wo sie entweder... Geht er dann auch 120 Minuten? Nee, geht er meistens nicht. Das ist eher so die kürzere Variante. Das ist blöd. Manchmal lesen sie die Beiträge nur vor oder haben Leute, die die Beiträge vorlesen. Manchmal haben sie aber auch nochmal ergänzend zu den Textbeiträgen eben Leute da, die dazu was sagen. Also ich habe mir da jetzt auch ein paar Folgen von angehört. Ist eben auch nochmal eine gute Ergänzung zu den Texten. Also wer in der Tat mehr Zeit hat und nicht nur die langen Texte haben will, dem sei auch der Podcast dafür noch empfohlen. Den finde ich auch sehr gut gemacht. Ein Traum. Ja, gut. Ja, jetzt ich habe jetzt noch, ja genau, was jetzt nichts mit Fußball und so weiter und so fort im ganzen Quatsch zu tun hat. Nein, Spaß. Und zwar hat sich der Markt, René, du dürftest ihn kennen, hat sich die Mühe gemacht und hat alle Frankfurter Weihnachtsmärkte fein säuberlich aufgeschrieben, hat er bei Hallo Frankfurt gemacht, ich habe das verlinkt, mit einer interaktiven Karte. Das heißt, wenn man dann mit Handy unterwegs ist und sagt, naja, jetzt bin ich gerade am Frankfurter Weihnachtsmarkt, der übrigens morgen eröffnet wird, ist mir aber jetzt ein bisschen zu voll. Ich will nochmal anders, woanders hin in Frankfurt. Gibt ja mehrere auch Frankfurter Weihnachtsmärkte, zum Beispiel einen Rosé-Weihnachtsmarkt und so weiter und so fort. Palmgarten-Weihnachtsmarkt kommt auch noch. Also hier wunderbar. Und das hat er sich alles schön fein selber aufgeschrieben. Der Link wird jetzt auch in die Shownotes geklemmt. Und dann sind wir alle zufrieden und feiern ab morgen schön bei 15 Grad Weihnachten, die Weihnachtszeit. Und ich freue mich auf die ein oder andere gebrannte Mandel. Wollte gerade fragen, also wer von euch ist denn jetzt schon irgendwie in Weihnachtsstimmung? Ich weiß, wir haben am Sonntag auch den ersten Advent, aber irgendwie kommt das Thema bei mir noch überhaupt nicht an. Das mag vielleicht auch an den Temperaturen im Moment liegen, aber irgendwie bin ich noch so überhaupt nicht in Vorweihnachtsstimmung. Ach du, Weihnachten ist momentan leider bei mir auch noch ganz weit weg. Ich wäre eigentlich ganz gerne in Weihnachtsstimmung, aber die Zeit fehlt momentan. Das ist ein bisschen schade, aber ich bin ja großer Weihnachtsfan, also ich mag den ganzen Quatsch ja gerade vorher. Natürlich mag ich auch Geschenke, aber ich mag auch Plätzchen und alles und Glühwein finde ich auch okay. Also, aber irgendwie momentan, das hängt halt damit zusammen, dass wir Schnee wahrscheinlich nur sehen, wenn wir irgendwie einen Fernseher anmachen, ja, oder wenn uns George Michael wieder mit seinem Musikvideo irgendwas erzählt. Ich weiß nicht, momentan ist es ein bisschen schwierig, aber ich glaube, die Zeit kommt auch. Vielleicht gibt uns die Bundesliga ja mal ein bisschen Zeit, besinnlich zu sein. Genau, ansonsten habt ihr es gehört, wer den Marvin in Weihnachtsstimmung bringen möchte, er mag Geschenke und er mag Plätzchen, also das ist, glaube ich, eine ganz einfache Formel, die man daraus machen kann. Aber wenn wir jetzt schon bei Weihnachten sind, ja, und jetzt nochmal ein Thema, was gar nichts damit zu tun hat, denn in der letzten Woche wurde ja heftig über die darüber gestritten, das Bezahlsystem der Frankfurter Eintracht mit den Karten. Stimmt, das haben wir hier gar nicht in der Liste, wie konnte uns das entgehen? Ja, ist ja kein Problem, ihr habt ja mich, ja. Und da wollte ich einfach nur so mal das Gefühl abstecken, wie seht ihr denn das? Empfindet ihr das als etwas eher Positives mit dieser Karte zu zahlen oder eher als lästig? Ich finde es nervig.
Also, ich finde es blöd und die Sachen, die da beschrieben wurden, das ist auch lustig, dass das jetzt erst rauskommt. Das fand ich auch ziemlich interessant. Weil da wird ja so getan, so als hätte irgendjemand irgendwas aufgedeckt, was irgendwie kürzlich eingeführt wurde, sondern das ist jetzt schon, ich weiß gar nicht wie lange, aber es ist schon seit Jahren so. Und dass du diese Rest, ich weiß gar nicht, wie viel von diesen Karten da rumfliegen habt und dann sind noch 80 Cent hier drauf. Wer geht denn da hoch und holt sich diese 80 Cent zurück und stellt sich da nochmal an? Also ganz, ganz ehrlich, ich weiß, dass ich irgendwo in diesem Haus hier zwei Karten habe, bei denen noch mehr als 80 Cent drauf sind, wahrscheinlich irgendwie so ein zweistelliger Eurobetrag, aber ich finde diese Karten halt einfach nicht mehr. Ich werde die niemals im Leben irgendwo zurückgeben und die Kohle ist halt einfach weg und er hat sich irgendwer einkassiert. Ich zahle mit der Karte wenig im Stadion, weil ich mir entweder vorher was kaufe oder bei den Menschen, die in den Block kommen, kannst du ja teilweise einfach auch bar bezahlen, was einfach auch viele Leute dann tun. Also ja, aber wie Basti schon sagt, dass das jetzt rauskommt, dass das eben so ist und dass da einfach eine Menge Geld irgendwo in diesem Kreislauf landet, den niemals jemand da wieder einer rausholt, außer denen, die halt einfach dieses System irgendwann mal entwickelt haben. Ja, das kommt jetzt nicht so mega überraschend, ne? Nee, das ist genau der Punkt, aber mir geht's ähnlich wie dir. Ich habe wirklich 4-5 Karten mal gehabt. Also insgesamt habe ich 4-5 Karten, davon ist wahrscheinlich wirklich keine de facto leer. Eine ist noch bei mir in loser Benutzung, ja. Ich habe aber auch 2-3 irgendwie schon anderen Leuten gegeben, ja. Ich will jetzt nicht dem Dennis, der jetzt hier nicht da ist, die Schuld zuschieben, aber wenn ich sage, hier, hol mal was zu trinken oder so, dann nimmt der Dennis die Karte, dann sehe ich die auch manchmal nie wieder, ja. Und wer weiß, wo die mittlerweile halt rumfliegt. Und da waren halt auch ein paar Euro drauf. Und das hängt halt alles damit zusammen mit diesem komischen Bezahlsystem. Ich muss aber auch sagen, ich finde auch ganz danach die Rückgabeoption nicht so wirklich gelungen, wo du Ewigkeiten warten musst. Sind halt jedes Mal diese 5 Euro Pfand da weg. Ich weiß gar nicht, der Alex hatte das irgendwann mal gesagt, dass ich, glaube ich, irgendwie von Spielen aus München irgendwie gefühlt schon 3 oder 4 Karten hatte. Das sind halt auch jedes Mal irgendwie diese 5 Euro Pfand. Ja. Also das ist alles ein suboptimales Produkt. Ja, also ich meine, ich kann das Prinzip verstehen, dass man halt sagt von wegen, man will eigentlich irgendwie ein bargeldloses System haben, um einfach einen relativ reibungslosen Ablauf da zu haben. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Menschen, die da auch irgendwie unterwegs sind, du hast halt keinen reibungslosen Ablauf, ja. Weder beim Aufladen und Besorgen der Karte, weil dafür einfach zu wenig Leute irgendwie unterwegs sind und sich das da immer irgendwie knubbelt, weil du das irgendwie nicht vernünftig lösen kannst, weil du halt auch keine Möglichkeit hast, das irgendwie aus der Ferne irgendwie aufzuladen oder die Leute das halt nicht tun, ja? Was halt einfach so ist. Du hast, aber auch wenn du dir irgendwie Getränk oder was zu essen holen willst, hast du keinen reibungslosen Ablauf. Bis die da im Block irgendwie für 3 Bier da irgendwie ihren Betrag da eingetippt haben, dann reicht irgendwie die Kohle auf der Karte nicht, weil dann der Pfand und dann fehlen dir, da zahlst du irgendwie für 3 Bier plus Pfand deine 16 Euro und dann hast du irgendwie nur noch 15,80 Euro auf der Karte und dann fängst du wieder an rumzuhantieren, dann drückt der da wieder drauf und musst das irgendwie wieder rausstornieren und also du kriegst halt keine Reibung. Ich weiß gar nicht, ich würde es gerne mal testen. Ich glaube, der gesamte Vorgang mit Card erstmal anstellen bei den grünen Männchen da und mir die Card holen und die aufladen, mich dann nochmal anzustellen, dann hackt ihr die Karte da drauf, guckt, wie viel da drauf ist, tippt dann da trotzdem was ein. Ich weiß nicht, ob das so unfassbar viel schneller ist, als wenn ich da einfach einen 5-Euro-Schein gebe und die gibt mir halt 1,30 Euro zurück oder irgendwas. In der Theorie ist es halt schneller, ja. In der Praxis ist es halt so, wenn du dem Kerl im Block halt einfach sagst, von wegen, wenn er sagt, irgendwie 3 Getränke, 14,80 und du gibst dem 15 Euro und sagst, komm, behalte deinen 20 Cent, bist du wahrscheinlich 3-mal schneller unterwegs. Hast halt dann wieder das Problem, dass du halt einfach unwahrscheinlich viele Menschen in deinem System hast, die halt auch mit einer Unmenge an Bargeld da durch die Gegend rennen, was du ja vielleicht auch nicht unbedingt haben willst. Also ja, aber diese Leute, die da rumlaufen, sind ja jetzt nicht das Ding, sondern die Stände könnten das schon haben. Da kommt ja keiner mit einer Uzi reinspaziert und klaut in die Kasse. Also das ist ja alles da geschützt. Das ist ja nicht, weiß ich nicht. Im Endeffekt ist es für die super, weil die kriegen da so ein bisschen stilles Geld noch dazu. Die meisten Leute sind zu faul, es abzugeben. Ich bin wenigstens froh, dass sie eintraf, weil wir erinnern uns mal, ich glaube, es war vor 1 oder 2 Jahren, da war dieses System, was schon nervig ist, war ja noch komplizierter. Da konntest du ja nicht mal mehr die Becher da abgeben, wo du die kaufst. Ja, das stimmt. Da musstest du ja doch noch irgend so eine Treppe hochgehen. Und dann gab es nach dem Spiel die Stände, wo du dann deine Becher abgeben konntest. Was dann irgendwie 3-mal gemacht wurde, wo es dann riesen Proteste gab. Also das ist ja wenigstens schon weggemacht worden. Aber ansonsten finde ich das immer noch einigermaßen nervig. Und was man dabei aber auch nie vergessen darf, gar nicht darum zu sagen, wie man bezahlt, sondern mittlerweile auch schon, was man bezahlt. Ja. Was ist aktuell? 4,20 Euro oder was?
4,80, glaube ich, für ein Bier plus dann irgendwie noch den Becherpfand. Also was, 4,80? Nee. Ich meine, du bist mittlerweile bei 4,80 fürs Bier plus den Becherpfand. Also du bist bei 30, oder? Bei, oder ja, irgendwie sowas um den Dreh. Also auf jeden das Fall total absurd. Das weiß keiner von uns genau, weil jeder immer, wenn einer, respektive wahrscheinlich der Dennis, dann irgendwie Bier holen geht, ja, dann geben wir ihm alle immer 5 Euro. Und was ist dann genau? Das ist genau der Punkt, ja. Und das wahrscheinlich kostet es nur 3,50. Denn Dennis kassiert jedes Mal 1,50 Euro an Hartgeld und behauptet einfach. Ich frage mich immer, wie er das neue iPhone sich immer besorgen kann. Ja, jetzt haben wir da vielleicht eine Lösung gefunden. Das, ja. Du meinst, der dicke Mercedes ist gar kein Firmenwagen. Ja, bin mir da nicht so sicher. Ja. Den hast du finanziert, Marvin. Vielleicht haben wir hier gerade das große Geheimnis. Das ist das viel größere Moloch, was wir gerade aufgedeckt haben. Also Dennis, wenn du das jetzt hörst, wir müssen aber reden. Aber so oder so, ob 4,20, 4,80 oder 4, schlag mich tot, das sind alles momentan Preise, die sind schon eigentlich am absolut obersten Limit, zumindest in Deutschland, ja, also ich fahre ja nicht nach Norwegen und gucke mir Fußball an, da weiß ich, dass die Bierpreise hoch sind. Es ist immer noch Deutschland, das ist hier so ein typisches Bierland, wo jeder Hannebämbel an der Theke ein Bier für 1,20 bekommt oder zumindest im Kiosk, also das sieht da ganz anders, also ich weiß, dass es gewisse Kosten gibt, die gedeckt werden müssen, aber da muss man schon mal auch die Kirche im Dorf lassen, finde ich auch, hat der Basti einen guten Punkt angesprochen. Was du momentan bezahlst, ist schon heftig. Mhm. Ja. Und halt auch für eine Qualität, wo man halt auch sagt, naja, also wenn du woanders 4,30 Euro oder irgendwas für ein Bier bezahlst, dann ist das halt auch wieder was ganz kauft anderes. Kauft ja auch keiner wegen Genuss. Das ist halt auch das nächste Problem. Wenn du für das Geld irgendwie ein ordentliches Bier bekommen willst, das schmeckt ja halt auch irgendwie mit Spüli, mit Pipi. Also schmeckt wie Spüli mit, sieht aus wie Pipi. Also ist jetzt auch nicht wirklich schön. Ne? Aber gut. Der Sasch schreibt gerade in unserem Live-Chat, dass wir auf jeden Fall zufrieden sein können. Zumindest, was heißt nicht zufrieden, aber dass es immer noch schlimmer geht, denn in Mainz muss es noch viel grausamer sein von dem Zahl- und von dem Schaltersystem. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war auch einmal in Mainz, aber da habe ich nichts getrunken, wahrscheinlich besser so. In Wolfsburg ist es am allercoolsten, in Wolfsburg zahlst du selbst im Block 10 Euro Pfand für die Aufladekarte. 10 Euro? Ja, das ist eine Frechheit. Naja, gut, irgendwie. Also, und dann sagen die dir, jetzt könnt ihr doch nach dem Spiel wieder abgeben. Wo ich mir denke, ja, ich habe auch nichts Besseres zu tun, als nach dem Spiel mich nochmal hier anzustellen. Ja, gerade auch, wenn du irgendwie halt einfach mit so einem Fanclub, mit einem Buster irgendwie hin bist. Ich meine, der wartet ja jetzt auch nicht irgendwie eine Stunde, bis da jeder irgendwie seine Karte abgibt. Weil ich muss meine Karte noch abgeben hier. Ja, hier, Herr Schaffner vom Sonderzug, warte Sie mal eben noch eine Dreiviertelstunde. Ich muss da noch eine Schlange und also, das kommt ja auch noch. Ja, ich finde, ja, keine Ahnung, da wird sich, wie gesagt, da hat sich irgendjemand verdient. Im Endeffekt wird sich wahrscheinlich. Ich glaube aber, der FC Köln hat das nach Protesten wieder also da kannst du wieder bar bezahlen, glaube ich. Ja, das weicht ja überall so ein bisschen auf. Wie gesagt, du kannst ja bei uns auch zum Teil im Block dann mit Bargeld bezahlen. Ja, trotzdem, ich würde mir trotzdem wünschen, dass da mal mehr, also die Leute, ich habe das Gefühl, die Leute nehmen das doch einfach so hin. Am Endeffekt, wenn keiner das kaufen würde, dann müssten die sich auch Gedanken machen. Das ist, glaube ich, das Problem. Weil wieder mal, wenn es sagt, wenn es wenigstens für das Geld wenigstens anständiges Bier wäre oder ein bisschen einigermaßen irgendwie, ja, das alles. Ja, kaufen ja immer noch genügend. Und ja, das ist ja das Ding. Das ist aber ja, wenn es mal ein paar Spiele keiner machen würde, wenn man kein, dann würden die vielleicht immer denken, okay, scheiße, vielleicht haben wir hier die Spirale ein bisschen nach oben gedreht und wir müssen jetzt langsam mal wieder runterkommen und sagen, okay, bei 4 Euro ist Stopp. Dann kostet das Bier halt 4 Euro, wie du halt auch im Club bezahlst, meine Güte, von mir aus ist es so. Dann aber bitte anständiges Bier, frisch in ein bisschen ansprechenderen Bechern teilweise. Und ja, aber wie es schon sagt, die Leute machen es ja und da wird sich um sollen sie ja was ändern. Die verdienen genug Geld, also von daher. Also ich so boykottiere seit bestimmt 4-5 Jahren jetzt schon die Würstchen. Ja, das bleibt ja auch aber nicht. Das braucht man ja nicht mal boykottieren, wenn man keine Lymphvergiftung haben will. Ja. Ich habe jetzt gedacht, einer ist von euch so schlau und sagt, ja, du bist ja eh Vegetarier. Aber er kam jetzt noch nicht von euch. Ja? Basti ist mir ja ins Wort gefallen, ich konnte ja gar nicht. Also generell, Essen im Stadion ist jetzt, also ich gehe da hin, um Fußball zu gucken und ja, dann trinkt man mal ein Bier und eine Cola und dann ist halt auch gut, aber ich gehe ja jetzt nicht dahin, um da jetzt irgendwie großartig was zu essen. Also ich würde jetzt schon, ich hätte jetzt eigentlich schon ganz gern ein handcrafted Hamburger, ein Craft Beer, hätte ich schon ganz gern gehabt. Nee, so Pulled Pork Hamburger. Ich denke, du bist Vegetarier, was willst du denn? Da ja, Pulled Pork. Also. Dann nehme ich Pulled Tofu oder sowas. Hallo? Also dann kannst du auch die Wurst essen, da ist bestimmt genauso wenig Fleisch drin. Analogfleisch. Ja. Das könnte noch sein, ja. Naja, gut. Wir driften aber, glaube ich, gerade ein bisschen ab, nicht? Genau.
Genau, also vielen Dank nochmal an Sascha für den Hinweis im Slack-Chat. Slack-Chat, das klingt voll gut. Ist nicht Snapchat, ja, das macht ihr ja alle, wenn es abends dunkel ist oder so, sondern wir machen ja einen Slack-Chat. Genau, der Einzige, der das im Hellen machen kann, ist Marvin. Das ist der Einzige, der im Hellen noch auf die Straße kann. Das sagst du. Das Geld von mir. Nein. Sag ich so. Okay. Gut, damit wären wir quasi durch. Noch einen kleinen organisatorischen Hinweis für die kommende Woche. Wir werden wahrscheinlich nicht am Dienstag aufnehmen, weil wir am Dienstag zu Gast bei Radio Phänomenia sind und auch noch nicht ganz klar ist, wie wir dann aufnehmen und ob wir überhaupt aufnehmen, was wir leider so sagen müssen, weil es bei uns allen so ein bisschen die Arbeit drückt. Also von daher bieten wir euch nächste Woche auf jeden Fall ein Ersatzprogramm und ob es noch eine reguläre Ausgabe gibt, das ist noch nicht so ganz klar, aber da einfach mal die Live-Seite, den Kalender, die Social Media im Auge behalten, da werden wir auf jeden Fall sagen, was, wo und wie ist und vielleicht schaffen wir es ja, wenn wir dann da im Radio sind, dann währenddessen auch so ein paar Snapchat-Beiträge, wenn wir schon gerade bei dem Thema waren, oder, zu machen. Oder so ein kleines Video oder irgend sowas, was wir dann zusammenstellen und für euch präsentieren. Also irgendwas kriegen wir da hin, aber auf jeden Fall. Ob wir regulär die Sendung hinkriegen und in welchem Umfang, das müssen wir dann mal noch. Genau. Wenn euch das nicht gefällt, verpöbelt uns einfach. Genau, dann schreibt einfach böse Kommentare. Ihr habt ja jetzt gelernt, wenn ihr böse Kommentare schreibt, dann kommt er auch hier in die Sendung. Also von daher ist das immer ein Weg. Das hier war direkt gar kein böser Kommentar, es war einfach mal ein bisschen hier aufgerüttelt, der Laden. Vielleicht genau, nett also, von dem. Wenn ihr uns auch aufrütteln wollt, dann ist das ein guter Weg. Schreibt Kommentare. Ja, ist ja auch ganz gut, dass hier alle nicht in Glückseligkeit sich ergeben, sondern auch mal ein bisschen provokante Thesen in den Raum geworfen werden. Ist schon okay so. Ja. So, gut. Gut, damit sind wir, glaube ich, auch durch. Also der generelle Hinweis auf Housekeeping. Wenn ihr den Eintracht-Podcast unterstützen wollt, dann findet ihr das unter eintracht-podcast.de/support. Da ist auch ein Affiliate-Link für Amazon mit dabei, weil wir gerade hier Cyber Monday und Vorweihnachtswochen bei Amazon sind. Also wenn ihr da über den Affiliate-Link bei Amazon das ein oder andere Schnäppchen erwerbt, dann zahlt ihr nicht mehr und so ein paar kleine Cents bleiben bei uns hängen. Also wer da die Möglichkeit nutzen will, der sei herzlichst dazu eingeladen. Und wer andere Möglichkeiten finden will, der findet das da auch auf der Seite. Am wichtigsten für uns ist eben das, was wir gerade eben ja angesprochen haben. Feedback von euch über Kommentare, über die Social Media, über unseren Slack-Chat und ansonsten auch einfach Empfehlungen, ja, so wie wir andere Podcasts und Seiten empfehlen. Freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, damit wir neue Leute erreichen können und die einfach auch in den Genuss des Eintracht-Podcasts kommen, dem einzig wahren Fußball-Podcast. Und jetzt trifft dich ein bisschen. Zweifelhaften Genuss. In den zweifelhaften Genuss. Müssen wir dann eigentlich, also Genussmittel sind doch zu versteuern. Müssen wir uns dann selbst versteuern? Nee, aber ich glaube, wir bieten schon eine ganz gute Ausflucht aus der Realität, ja. Wenn ich mir momentan so angucke, was die Mitte-Studie mir so präsentiert, oder jetzt gibt es ja einen eigenen Sachsen-Monitor, ja, wo jetzt jeder fünfte Sachse denkt, Deutsche seien anderen Völkern von Natur aus überlegen, ja, da muss ich mir manchmal momentan schwanke ich, verzweifle ein wenig und denke dann an Trump und dann wird es noch schlimmer oder mindestens genauso schlimm und dann bin ich froh, dass es dann auch doch noch Sachen wie Fußball gibt, die mich manchmal aus der Realität abholen in eine Scheinwirklichkeit, die mir wesentlich besser gefällt. Genau, also wenn ihr wollt, dass andere in diese Scheinwirklichkeit eintauchen, dann empfiehlt uns doch einfach weiter. Hier gibt es jede Woche mehrere Stunden an komischer Wirklichkeit. Gut, damit machen wir den Sack zu. Wir melden uns in nächster Woche in irgendeiner Art und Weise wieder. Wenn ihr wissen wollt, wie, dann behaltet die Social-Media-Kanäle im Auge. Ansonsten wünschen wir allen viel Spaß, wenn ihr jetzt heute oder morgen noch Champions League guckt und am Wochenende natürlich beim Heimspiel gegen den BVB. Bis dahin, macht's gut.